So viel zu der, zu dem Ohrwurm, ne? Ja, das ist wirklich, der Sound ist wirklich super. New York, Barnett College. Ah, Indy, du bist zurück. Und ich habe das Kreuz von Coronado. Wunderbar. Ich weiß, wie lange du danach gesucht hast. Mein ganzes Leben. Indy, warum bist du so nass? Das haben wir im Film gesehen, warum er so nass ist. Frag lieber nicht. Ich muss erstmal aus diesen nassen Sachen raus. Klatsch. Go, Cugars. Da haben wir das klassische... Hallo, ich bin Indiana Jones. Willkommen im Spiel. Wow. Du kannst jederzeit F5 drücken, um zu speichern. Dann sollen wir gleich mal ausprobieren. Ja, sehr schön. Das ist die, Speicherfunktion von Scum. Weil wir müssen ja viel speichern. Und ich glaube, Scum speichert auch automatisch. Start. So, das ist fast das gleiche Interface noch, das wir von Zack McCracken kennen. Und was leider ein Relikt ist der alten und frühen Spiele, ist diese Was-Ist-Funktion. Die gibt es zum Glück nachher nicht mehr. Genau, FM Towns ist eine Art PC. Das Besondere bei den FM Towns Rechnern ist, dass sie wie bei Apple alle gleiche Architektur haben. Die Architektur bei allen FM Towns Versionen ist gleich und deswegen konnte man Spiele dort gut optimieren. Die waren alle sehr leistungsfähig und alle gleich. Das ist halt der Vorteil. Oh, jetzt habe ich aus Versehen das Fenster verkleinert. Ich hantiere gerade mit den Fenstern rum. Das ist ein bisschen blöd, dass ich das im Stream mache, aber hoffe ich mal, dass ich das Fenster wieder auf die richtige Größe bekomme. Pete Townsend. Ne, Pete Townsend hat da, glaube ich, nichts mit zu tun. Okay, genau. Ich habe diese Was-Ist-Funktion gerade angesprochen. Die kennt man ja noch aus Zack McCracken. Und das war in Japan-Only, genau. Exklusiv für Japan, diese Rechner. Was haben wir? Eine Tür. Eine Glocke. Ich habe schon früh angefangen, ja? Ich habe schon einmal gespeichert. Und hi, Kerit. Kerit, du bist auch dann ein Hintgeber wahrscheinlich, ne? Falls es eng werden sollte mit den mit dem Spiel. Moment. Ah, ich habe gerade so viele Fenster hier offen. Das ist ein bisschen neues Spiel und Indiana Jones hat so kleine Fenster, aber das kriegen wir schon hin. So. Ich wollte nämlich den Hint-Counter noch im Bild haben. Also, ich gehe mal zu einem Boxer hin. Ich glaube, nicht in meinem besten Anzug, der wird ganz zerknittert. Na gut, dann erstmal wieder umziehen. Sportausrüstung. Ja. Yeah. So, jetzt lernen wir, glaube ich, das Boxen. Da wollte ich euch mal was fragen gleich. Kann ich euch mal kurz fragen, wie sieht das aus, wenn ich jetzt hier eine Option wähle? Das wirkt sich nicht auf das Spiel aus, oder? Das ist jetzt nicht wie bei Indy 4, dass je nachdem, welchen Schwierigkeitsgrad ich hier wähle, ich das Spiel auf die Art und Weise spielen werde. Okay, dann mache ich erstmal ganz normales Training. Und ich kämpfe mit dem Nummernblock, ne? Soweit ich mich erinnere. Nein. Ja. Moment. Ah doch, ich muss erst die Num-Taste drücken. Das ist so ein bisschen wie bei Pirates, ne? Wenn man sagte, irgendwie die Schwertkämpfe mussten zwar sein, sind aber nicht unbedingt das Wichtigste. Kann ich dich mal ein bisschen zurückdrängen wieder? Bonk. Tot. Tot? Ich hoffe nicht. 10 Minuten später. Wollen Sie nochmal? Ehrlich gesagt, nee. Vielleicht ein anderes Mal.
Die Soldaten sind auch unterschiedlich schwer. Hey, ich war noch nicht fertig mit untersuchen hier. Versuch ihn mal mit der 0 umzuhauen. Ich habe einmal auf die 0 gedrückt, auch Masaki, weil du das irgendwie vorab sagtest. Die hat aber, glaube ich, nichts gemacht. Zumindest nicht bei ihm. Aber das versuche ich im Kampf nochmal. Erstmal fürs Achievement den Hammer nehmen. Benutze Hammer mit Glocke. War das auch so laut bei euch? Aber ich habe den Hammer mitgenommen, sehr gut. Okay. Eimer, Boxring. Wobei du ja theoretisch mit keinem einzigen Soldaten kämpfen musst, sofern du gut im Rätsel bist. Ja, ihr wisst ja, wie gut ich im Rätsel bin. Dann könnt ihr euch mal Wetten abschließen. Nee, Alex, wir spielen die CD-ROM-Version. Das ist tatsächlich eine CD-ROM-Version, die wir spielen. Das ist halt auch... Oh, der Hammer ist festgekettet, okay. Das ist halt auch der Vorteil der FM Towns-Version, weil der Sound von CD kommt. So, ich denke mal... Ja, die waren früh dran. Ich muss wahrscheinlich wieder mit Markus reden, oder? Irgendwie, ja doch, ich habe wieder eine Erinnerung an das Spiel. Ich weiß, was gleich kommt. Hey, bleib hier. Nicht so schnell weg. Öffne Schaukasten. Nein, die sind ja ganz gut aufgehoben. Pass aber auf, wenn du mehreren Gegnern begegnest in einem Kapitel, denn die Gesundheit geht nach dem Kampf nicht hoch. Oh, das heißt auch, Speichern ist wichtig, ne? Das ist eine gute. Hallo Markus, habe ich was verpasst, während ich weg war? Erinnerst du dich letzten Monat, als du für Professor Murray die teure mexikanische Statue datieren solltest? Ja, diese billige Imitation. Natürlich glaubte er mir erst, nachdem ich sie zerbrach und ihm einen Querschnitt zeigte. Das war vielleicht etwas hart in seiner Situation. Und hi Kruxel, grüß dich. Jetzt sind wir doch in deinem Metier auch, oder? Naja, theoretisch ist es unmöglich, alle Soldaten in einem Ort zu besiegen, außer du bist ein Gottboxer. Hab Indie nie gespielt, hab es abgesehen von den Kämpfen eigentlich Todes- und Sackgassen. Laut Aussage gerade schon, oder? Oder man kann was übersehen oder so. Warum, Markus, hast du deinen Sinn für Humor verloren? IPC Control. Ja, und wir spielen hier, Moment, ich muss die Texte lesen. Gibt ja keine Sprachausgabe, muss ich aufpassen. FM Towns Version, wie in der Beschreibung steht. Unfair, wie kannst du das sagen? Just dann, was meinst du damit? Siehst du, wir haben diesen neuen Geologen, der sich auch für einen Archäologen hält. Er hat Mulbray gesagt, er soll das Ding kaufen. Der hat meinen Job, ja. Wer ist dieser Experte? FM Towns Version, ja. Ist eine gepimpte PC-Version mit Digital-Sounds und 256 Farben. Sicher warst du... Moment, hinter meinem Job her? Wer ist dieser Experte? Das wirst du gleich nochmal hören, wenn wir Sounds hören. Sein Name ist John Reed. Weiß nicht, was sich die Geologen dabei gedacht haben, als sie den eingestellt haben. Ach, weil ist das Glückwünsche nochmal für das Kreuz. Danke. Wir können mein Honorar später besprechen, bei gutem Essen und Champagner. Dafür geht das halbe Honorar drauf. Ja. Ich denke, also vor allen Dingen, wenn man es 1:1 nebeneinander sieht, erkennt man auch die Unterschiede, ne? Meine Erinnerungen an das Spiel sind halt sehr, sehr trübe. Es ist halt wirklich schon 30 Jahre her, dass ich es gespielt habe. Achso, gibt es eigentlich auch die Möglichkeit... Ah ja, ich wollte gerade fragen, ob es die Möglichkeit gibt, über die Tastatur an die Verben zu kommen. Das geht natürlich. Das ist mein Büro. Die Amiga-Version ist aber auch eigentlich ganz schön, oder? Das war die Zeit, wo die Amiga-Version immer eigentlich auch noch besser aussahen.
Genau, Amiga-Version. Statt sagt PC-Control, spielt er auch die Amiga-Version, weil die war nicht schlecht. Studenten, Studenten, etwas Geduld bitte. Ich bin sicher, Dr. Jones ist bald zurück. Aber wir warten schon den ganzen Tag auf die Zeugnisse. Genau. Ah. Wie viele Sprites kann der PC darstellen, ne? Irene, was ist dir passiert? Oh, Dr. Jones, bin ich froh, dass Sie wieder da sind. Diese Studenten sind sehr sauer. Ja, es sind alle auch vertreten. Der Nerd hier, ne? Das ist der Nerd, der Jock, der Football-Quarterback. Jedes Klischee ist hier vertreten auf diesem Bild. So, jetzt mal kurz wieder. Was ist es auf C? Da kann man echt schwelgen, ne? Also ich weiß auch noch, dass man hier, glaube ich, durch die Hintertür muss irgendwie. Daran kann ich mich noch erinnern. Was ist Studenten? Drücke alle meine Studenten. Ich habe euch alle gern. Wir können die Speicherfunktion noch mal testen. Ah, Studenten. Pack. Es ruckelte damals ein wenig. Hey, hör auf zu schubsen! Na, ich komme nicht zur Tür. Gibt es einen Lichtschalter? Nee, was ist Studenten? Irene, wer ist denn Irene? Da ist Irene, ne? Rede mit Irene. Ach so, PC-Control noch. Übrigens, wie das hier abläuft, so mit Hints und Tipps und so. Ich möchte gerne spoilerfrei spielen, das heißt, Leute, die das Spiel kennen, mir am besten keine Hints geben, also sozusagen kein Backseat-Gaming. Und wenn du das Spiel nicht mehr kennst, dann kannst du gerne mitraten auch, ne? Ich weiß, und wenn ich in der Sackgasse komme, dann mitraten ist so, und ruhig brauchst du nicht sein. Das meinte ich jetzt nicht, wegen dem Chat. Ich will nur nicht so gerne gespoilert werden. Aber wenn ich in eine Sackgasse komme, dann starte ich einen Counter für eine Viertelstunde. Und nach einer Viertelstunde kann man, wenn ich da nicht weitergekommen bin, kann man mir einen Tipp geben. Das ist, so läuft das. Achso, ich kann auch mit den Studenten reden. Außerdem ich, Kinder. Nichts geht mehr, wir wollen eure Zeugnisse. Bei dir ist es so lange her, dass du wieder mitraten kannst. Ja, das geht natürlich. Aber ihr könnt ja keine Pixel suchen. Die Pixel muss ich ja alleine finden. Entschuldigung, aber ich muss hier mal durch. Nein, ich wollte mit Irene noch reden. Reden Sie nicht mit mir, Dr. Jones. Die Studenten sind die Verärgerten. Was ein bisschen blöde ist, ist, wenn man versucht, ne, es gibt keine Mouse-Over, wenn man hier eine Aktion auswählt. Man muss sich halt merken, wo der letzte Pixel war, den man anklicken möchte. Nee, das geht ja hier nicht weiter. Wir gehen mal wieder raus. Hinten rum. Öffnen ist auf W. Da ist gerade Unterricht. Hammer, auch die Laufsounds. Ne? Und der hat, glaube ich, unterschiedliche Sounds, je nachdem, auf welchem Untergrund er läuft. Zumindest hat er gerade, als er nass war, einen anderen Sound gehabt beim Laufen. Ich muss schauen, ist auf... schauen und was ist es nebeneinander auf der Tastatur? Das ist gut. Ein Haufen Trophäen, die Archäologieabteilung gewonnen hat. Tja, noch mehr Nerds hier. Trinkbrunnen. Ich sehe nichts Besonderes. Benutze. Schmeckt prima. Darf man nachträglich spoilern oder spielst du es dann nochmal? Also du kannst nachträglich... Also wenn ich was verpasst hätte, jetzt zum Beispiel in dem Raum, wo die Studenten sind... Dann kannst du mir das sagen, dann würde ich da nochmal zurückgehen, vielleicht. Da haben wir gerade schon mal drüber gesprochen auch. Ich glaube, Masaki oder wer sagte das? Wenn ich was übersehen habe in einem Raum, wo man nicht mehr zurückkommt. Ja, sag das mal ruhig. Also wenn ich was übersehen habe in einem Raum, wo man nicht wieder zurückkommt, dann würde ich sagen, ist okay. Am Ende des Spiels kann man auch spoilern. Moment, hier erstmal auf das Pinbrett gucken.
zu verkaufen. Ein Platz in Dr. Jones Klasse, Höchstgebot. Ist ja gar nicht so doof. Es gibt zwei Wege, in sein Zimmer zu kommen. Ach so. Oder so lustige Sachen wie in Deponia, die Scherbe mit dem grünen Wasser ist lustig. Hat aber auf Game... Ja, so Gags, genau, so Gags und Insider kann man natürlich gerne auch dann sagen, wenn ich die übersehen habe. Komplettes Bücherset von Professor Dr. Ravenwood. Zu verkaufen 6000 Ratten, 500 Schlangen. Steven Spielberg. Schlangen. Warum ausgerechnet Schlangen? Das ist mit Abstand das beste Spiel in der Kategorie Retro. Schaust du auch immer bei Retro rein? Ich mach das nämlich auch immer. Vor allen Dingen auch, wenn wir aufhören, wenn wir raiden am Ende. Dann schaue ich auch in meinem Retro-Kanal, wo man noch jemanden raiden kann. Mittlerweile schauen wir auch immer so einen Point-and-Click-Kanal, weil wir auch hauptsächlich Point-and-Click spielen. Auch jemanden finden, der was Ähnliches spielt. Gibt es noch mehr? Boxtraining umsonst beim Trainer. Na, das wissen wir ja. Und du siehst auch PC Control bei mir unterm in der Kanalbeschreibung oder auch wenn du auf diese Excel-Liste gehst, die ich gerade verlinke, dann siehst du auch, was ich bisher durchgespielt habe hier. Kannst du dir ein Bild machen, was hier sonst so abläuft. Gibt's noch einen Gag? War es das schon mit Gags? Zu verkaufen? Nee, jetzt haben wir alle Gags. Jetzt könnte ich rausgehen wahrscheinlich, ne? Tür, oder? Mach mal die Tür auf. Da ist auch gerade Unterricht, okay. Exotische Liste, ja. Es gibt ja doch einen schweren Fokus bisher, den wir gefunden haben. Aber die wird ja noch demnächst exotischer. Dr. Jones, folgen Sie uns bitte. Hey, Moment. Habe ich was verpasst? Guten Morgen, Dr. Jones. Hatten Sie eine angenehme Fahrt? Ich werde nicht oft von zwei Revolvermännern abgeholt. Meine Leute sagen, haben Sie hoffentlich nicht beunruhigt. Mein Name ist Donovan, Walter Donovan. Ich weiß, wer Sie sind, Mr. Donovan. Ihre Spenden an das Museum waren immer sehr großzügig. Einige Stücke Ihrer Sammlung hier sind wirklich beeindruckend. Wie Sie, Dr. Jones, habe ich eine Schwäche für Antiquitäten. Sehen Sie sich das hier mal an, das dürfte Sie interessieren. Frühe christliche Symbole, Mitte 12. Jahrhundert. Woher stammt der Stein? Aus den Bergen, nördlich Ankara. Können Sie es übersetzen? Der Oberteil fehlt, aber der Rest wird in seinem Inneren die Quelle ewigen Lebens sprudeln, durch die Wüste zu der Schlucht des Halbmondes, wo die Schale, die das Blut Jesu Christi enthält, für alle Zeiten ruht. Der heilige Gral, Dr. Jones, er bringt jedem, der aus ihm trinkt, das ewige Leben. Der Traum eines alten Mannes. Der Traum eines jeden Mannes, inklusive ihres Vaters. Er ist doch der größte Gralsgelehrte in der Welt. Auf jeden Fall wird gerade ein Versuch unternommen, den Gral zu bergen. Aber die Tafel ist nicht vollständig. Wo sollte man suchen? Diese Tafel ist einer von zwei Markern, die drei Ritter im ersten Kreuzzug zurückließen. Dieses franziskanische Manuskript sagt, der zweite Marker wurde mit einem der Ritter begraben. Es sagt auch, dass eine Beschreibung des Grals auf dem Weg zum Grab des Ritters gefunden werden kann. Hier steht auch, dass es ein Gemälde gibt, das eine Frage meines Vaters beantwortet. Leuchtet der Gral? Aber hier steht nicht, wo man das Grab des Ritters findet. Unser Teamleiter war sicher, es sei in Venedig, Italien. Und dort ist er auch verschwunden. Ah, Venedig. Ich möchte... Sie haben den falschen Dr. Jones. Reden Sie mit meinem Vater. Das haben wir getan. Er ist der Mann, der verschwunden ist. Moment mal, was hier passiert? Hat er mich jetzt wieder abgesetzt? Warum bin ich wieder hier? Venedig, genau. Und danke für den Follow. Das habe ich gerade noch aus dem Augenwinkel gesehen, PC Control. Wenn ich deine Nummer im Username richtig interpretiere, sind wir ungefähr auch ein Alter. Bin mir sicher. Aber wenn du das auf dem Amiga gespielt hast, kann das gut hinkommen. So, wir wollen ja immer noch hierhin, aber warum sind wir denn wieder zurückgeschickt worden?
Wahrscheinlich hat er uns das ins in unser Büro geschickt, die Informationen. Warte mal, unser Büro war doch ganz hinten. Ja, genau. Ich bin, dann bin ich ein Jahr jünger als du. Unfassbar, es gibt hier Ältere als mich. Ja, hier ist, auch Seniorenclub manchmal. Deswegen, wir reden ja auch häufiger mal, wenn wir irgendwie vor oder nach dem Stream ein bisschen chatten, dann wird ja auch mal über ein paar Zipperlein geredet. Über körperliche Gebrechen, das kann auch mal passieren. Das geht nicht immer von mir aus. Kommst du mit deinen 41 schon alt vor? Naja. Sobald man noch näher an den 50 ist als in den 40, ist einem alles egal irgendwie. Sehe nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Und fühlst du dich auch schon alt, Alex? Sehe nichts Besonderes. Ich dachte, ich könnte in ein Fenster einsteigen. Nee. Da muss ich, was ist das denn hier eigentlich? Ist das nichts? Die Knochen knacken schon. Moment, hier geht's nicht weiter. Über den Baum vielleicht? Oder über die andere Seite? Moment. Aber die Studenten waren in einem Raum auf der anderen Seite, glaube ich. Wenn das alles geografisch richtig ist. Drama, Dandy, du kommst genau richtig, wenn wir über körperliche Gebrechen sprechen, ja. Herzlich willkommen beim Invaliden-Talk. Invaliden Jones. Andere Seite? Also ich wundere mich gerade auch, dass es hier so geskippt hatte. Weil Kaiserlein meinte auch, es fehlt vielleicht was hier. Muss ich nochmal in die Uni gehen, oder? Das stimmt. Aber das ist eine sehr positive und Einstellung, Broker. Ich denke mal, wenn ich jeden Morgen oder wenn ich jeden Morgen oder abends, je nachdem, wann ich dusche, stehe ich, wenn ich unter einer warmen Dusche stehe, dann denke ich auch, ach, eigentlich gar nicht so schlecht alles hier. Solange ich noch warmes Wasser habe. Ist alles super. Also, hier war eine Klasse. Nehmen wir Wasser. Also, das habe ich schon gelesen. Das sieht aus, als ob hier überall Glasscherben liegen, aber ich weiß nicht genau, was das ist. Das ist mein Büro, ne? Da darf ich nicht rein. Kann ich irgendwie nicht so ein. Habe ich keine Pistole dabei? Ich würde einmal in die Luft schießen, so ein Warnschuss. Raus hier! Also, ziehe Pistole. Moment, wo ist denn Rede? Rede ist ganz hinten, ja. Nicht Irene, sondern mit Studenten. Aus dem Weg. Einen Augenblick, Leute. Uns fällt sicher eine Lösung ein. Was wollen Sie denn tun? Ich war zuerst. Nein, ich ruhig bleiben. Ich habe eine Lösung, die für alle fair ist. Gut, solange es eine faire Lösung gibt. Irene, machen Sie eine Liste und ich sehe alle nacheinander. Ich war zuerst. Nein, ich. Dann komme ich. Schub's nicht so. Ah. Fortschritt. Speichern. Das wird Sie nicht lange aufhalten. Ich gebe es nicht nochmal rein. Dr. Jones macht das jetzt auch so. Upsi, das war die Punktetaste. Da wollte ich nicht drauf. Abhauen. Simon Max links. Ah ja, so genau hier. Da. Da haben die sich schon so früh angekündigt. Das ist so ein bisschen wie bei Monkey Island, ne? Ask me about Loom. Das ist mir im anderen Point-and-Click auch schon mal von LucasArts vor kurzem aufgefallen. Da habe ich mich auch gefragt, woher die, dass da so früh die Ankündigung fürs nächste Spiel schon war, weil Sam & Max hat ja noch ein bisschen auf sich warten lassen hier. Aber ich glaube, das ist Zufall, oder? Dass das hier drin ist. Da haben die den Deal noch gar nicht gehabt. Da waren die einfach, glaube ich, noch Fans davon, oder?
Die waren nur Fans von den Comics und deswegen sind die hier drin. Das hat, glaube ich, noch gar nichts mit dem Spiel zu tun. Ich meine, das mal gelesen zu haben. Das kann mal jemand verifizieren vielleicht. Medaille, die nehmen wir mal mit. Der Schlegel oben rechts erinnert mich an Goblins 1. Rechts, rechts, rechts. Das brauche ich nicht. Der Schädel, ah, okay. Der hier? Rechts, rechts, sagst du? So viele, hier sind so viele Schädel, ehrlich gesagt. Da ist ein Schädel, da ist ein Schädel, da ist noch ein Schädel, noch einer. Wie können wir einen Schädel zählen hier? So. Ah, Werbeeinsendung, da liegt doch bestimmt was drunter unter den Werbeeinsendungen. Aber das Geschickteste war, glaube ich, jetzt erinnere ich mich. Das Geschickte ist es, was ist zu nehmen und dann mit X auf, genau, auf die Schau-An-Funktion zu gehen oder auf Nimm. Dann verpasst man den Pixel nicht. Da, wir haben das Buch, ein Paket. Ist das jetzt das Paket von dem Auftraggeber? Wie ist der Auftraggeber noch? Conrad? Das sieht wichtig aus. Okay, öffne. Das ist das Gral-Tagebuch meines Vaters. Das kam unabhängig, glaube ich, davon. Ich habe die Studenten damals zu diesem anderen Lehrer geschickt, so war das Zimmer frei. Oh, das ist auch nicht schlecht. Es wäre vielleicht besser gewesen, weil jetzt darf ich mich nicht mal zurückgehen. Ich muss einen Fluchtweg finden. So. Gab es einen Kopierschutz bei dem Spiel? Gab es hier nicht eine Codescheibe in der Originalversion? Ich hoffe, die ist hier nicht drin. Das klappt so nicht. Das sehe ich mir wahrscheinlich später an, oder? Ich sehe nichts, was mir weiterhelfen könnte. Ich hatte keine Codescheibe damals. Dann haben sie die vielleicht später erst eingeführt, zu Monkey Island oder so. Also Monkey Island hat ja definitiv eine. Gibt es irgendwie noch was Wichtiges hier? Kristallscherbe sieht wichtig aus. Brauche ich nicht. War das nicht so ein Papier auf Braun oder so, was man schlecht kopieren konnte? Ja, ich weiß nicht, ob das hatte. Und da gab es nämlich dann noch so rote Folie, die man draufhalten musste. Wenn man die rote Folie drüber hielt, dann konnte man das lesen. Ich weiß nicht, bei welchem Spiel das war. Ich kann mich auch noch an den Kopierschutz von Pirates erinnern, wo man ins Handbuch schauen musste. Da habe ich aber von Pirates habe ich das Original gehabt. Das war doch ein Vorteil. Und ich schaue an. Ich brauche was. Was ist Krempel? Ich verschwinde durchs Fenster, glaube ich. Zurück will er ja nicht mehr. Oder hatte Zack McCracken schon diese Heute ist ein wunderbarer Tag. Okay, wir sind wieder draußen. Wunderbar. Das heißt, werde ich jetzt vielleicht nochmal abgeholt? Das war einfach nur ein Reset, oder? Nee? Reise. Ah, jetzt kann ich mal reisen. Zu Henrys Haus. Venedig wäre blöd, jetzt schon nach Venedig zu fliegen. Einbrecher. Was für ein Chaos. Wonach man hier wohl gesucht hat. Vielleicht das Tagebuch, das Dad mir geschickt hat? Könnt ihr eigentlich alles sehen auf dem Bildschirm? Ja, ne? Ja. Alles zu sehen. Zack hat einen abgefragt, was so in der Zeitung steht. Und bei falscher Eingabe landete man im Knast. Stimmt, da gab es ja, die Zeitung hat ja auch im Spiel weitergeholfen, wenn man die Anleitung gelesen hat bei Zack McCracken. Da gab es ja so dezente Hinweise für diverse Lösungen, Hilfen. So. Schreibtisch ist nichts. Gehen wir erstmal in die Küche. Schau an, Kühlschrank. Besser nicht. Da ist wahrscheinlich nichts drin, außer einem alten Ei. Kennt er seinen Vater so gut? Öffne Kühlschrank.
Nach dem Rest hier, nachdem ich den Rest hier gesehen habe, lieber nicht. Und im Knast hat er dann eine Moralpredigt gehalten wegen Raubkopiererei. Ja. Das ist doch auch gut. Welches Spiel war das? War das Siedler 1, die eine Raubkopierabfrage hatten, die einem aber nicht gesagt hat, wenn man die falsch beantwortet hat? Und dann wurde das Spiel schwerer im Laufe der Zeit. Man konnte es nicht gewinnen. Ein schöner Tag da draußen. Ah, Scrolling hier. Vergesst immer, dass das Spiel scrollen kann. Ich sehe nichts Besonderes. Jetzt ein Bücherregal? Oh, ein Bücher? Die Geschichte Europas im Mittelalter. Das bleibt besser hier. Nicht? Ach, das ist ganz nett. Ich glaube, die Hotspots verschwinden, nachdem ich sie einmal untersucht habe. Das ist eigentlich ganz gut, oder? Gerade war hier noch ein Bücherregal und das ist jetzt weg. Selbst Tale of the Tentacle hatte noch so einen Kopierschutz im Handbuch. Fehlt jetzt zum Glück in der Bestseller-Games-Version, ja? Die hatte ich auch, die Bestseller-Games-Version. Bei Siedler haben die Bergwerke nur Schweine produziert, wenn man das Game, wenn das Game merkt, das meinte ich nämlich, wenn das Game merkt, dass es kopiert wurde. Eines der Highlights war auch, dass man nicht bis zur finalen Welt spielen konnte, dort aber Diebe nicht reingelassen werden. Ich weiß nicht, auf welchen Aussage du dich beziehst, Alex, mit Serious Sam und Sims. Bei Serious Sam hat sich permanent ein roter Skorpion verfolgt, den du nicht killen kannst. Das ist auch fies im Actionspiel. Und durch Dads Unterwäsche wühlen? Niemals. Ja, es gibt Grenzen. Ich untersuche nicht die Unterwäsche meines Vaters. Ich weiß nicht, was sie da finden könnte. Was ist Bild? Das Bild hängt schief. Ist auch ein Running Gag hier, ne? Loriot-Freunde wissen Bescheid. Da hat wahrscheinlich jemand nur versucht, das Bild gerade zu... Da ist was hinter, oder? Kein Tresor dahinter. Schau an. Schau an, schau an. Das ist ein Bild, das ich als kleiner Junge gemalt habe. Es zeigt einen Pokal, den Depp mal gewonnen hat. Gamedev Tycoon hat einen geilen Kopierschutz. In dem Spiel muss man seine eigenen Spiele entwickeln. Und wenn man sich eine Kopie gezogen hat, geht man immer pleite. Man bekommt eine Nachricht, dass die Spieler nur noch Raubkopien deiner Spiele holen und du gehst immer und du bist immer Game Over. Das ist super. Ist das eigentlich gut, das Gamedev Tycoon? Oder ist das einfach nur ein gutes Konzept? Macht das Spaß? Ich habe mir das nur mal ein bisschen angeschaut im Stream oder im Let's Play. Eigentlich sollten die nicht verschwinden, aber ich überprüfe das nochmal. Ah, jetzt sind sie wieder da. Du hast recht. Ah, da waren sie irgendwie nicht da. Ich habe sie oft gelesen, die Bücher. Okay. So. Weswegen sind wir denn jetzt hier? Musst du noch irgendwas finden hier, was Wichtiges? Oder kann ich mir jetzt hier in Ruhe das Buch anschauen? Ich sehe nichts, was mir jetzt weiterhelfen könnte. Ja, es gibt schon lustige Kopierschutzdinger. Es hat ein paar nette Ideen, ist da etwas für zwischendurch und nicht für lange Abende. Also du meinst den Game Dev Tycoon, ne? Bei Lost Patrol auf Amiga haben sie direkt am ersten Tag deine eigenen Leute gekillt. Game Dev Tycoon macht eine Weile Spaß, Mad Games Tycoon ist aber, glaube ich, besser. Stream läuft? Oh, will ich hoffen. Stimmt, ich sehe auch noch, die Übertragung läuft bei mir auch noch. Ich hoffe, Twitch spinnt gerade nicht rum. Ich wünsche mir doch einen Doppelklick jetzt. Oh, habe ich was? Nichts unter dem Bett. Ziehe. Bett. Das ist zu schwer. Wenn es ein Ziehen gibt, muss es doch auch ein Drücken geben. Nee, ne, gibt es nicht. Es gibt nur Ziehen, aber kein Drücken. Ich schalte aus, schalte mich ein und schalte mich aus. Die Gefühle müssen raus.
Danke. Ich bin echt zu blind manchmal. Ich habe irgendwie, ich denke immer, das erste Verb ist immer anschauen. Hätte ich die Verbenleiste designt, hätte ich ganz oben hier anschauen gehabt. Ich ja, Pull und Push, ne? Hast du es auch nicht gesehen, ne? Ich habe von hier nämlich nach unten geschaut. Ah ne, er wollte nicht öffnen. Moment, irgendwas muss doch noch hier sein. Benutze. Klappt so nicht. Irgendwas? Weil wir haben ja gehört, dass unser Vater vermisst ist und die Spur führt nach Venedig. Noch ein Bild. Unser altes Haus in Four Corners. Ah, Backstory. Da freuen sich die Lore-Freunde. Schreibtisch, doch, ich wollte gerade sagen, der Schreibtisch, der muss doch noch irgendwas haben. Keines dieser Papiere ist von Bedeutung. Alles, was drin war, liegt auf dem Fußboden. Ist das ein Hinweis? Obwohl, die haben ja garantiert das Gral-Tagebuch gesucht. Ich finde wahrscheinlich hier gar nichts mehr, ne? Ich würde ja fast sagen, ich reise ab. Stuhl, Bücher. Weil die haben ja definitiv das Tagebuch gesucht. Und alles andere wird wahrscheinlich nicht mehr von Relevanz sein. Bei Command & Conquer MLA damals, wenn zwei Leute den gleichen Key hatten, ist direkt die eigene Basis explodiert. Ist aber auch kacke, weil im LAN kann man ja wohl einen Key verwenden. Ja, damals war das noch ein bisschen härter. Wir haben ja, Broker und ich haben ja vor kurzem A Way Out gespielt. Und das ist jetzt netterweise gerade im Game Pass. Aber hätte nur einer von uns das Spiel gehabt, hätte der andere einen Buddy Pass bekommen können. Das heißt, einer muss das Spiel nur installieren und kann jemand anderen einladen in das Spiel. Und der muss sich das nicht extra kaufen fürs Koop. Das fand ich eigentlich richtig fair. Moment, ich wollte erstmal hier Stuhl. Drücke Stuhl. Ich räume mein anderes Mal hier auf. Ja, finde ich mich auch super fair. Das ist ja noch nicht üblich, aber es haben schon mehrere Spiele mittlerweile. Ich würde euch mal die Frage stellen, kann ich... Oh, die Schreibmaschine untersuche ich nochmal. Da ist kein Papier drin. Also ich würde ja sagen, ich reise jetzt ab. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr zu finden. Oder übersehe ich hier was? Weil das könnte mir jetzt... Oh, Chuck, die Pflanze, die kennen wir natürlich noch. Mal gucken, was es da für einen Kommentar gibt. Hallo, Chuck. Ich weiß gar nicht, ob die in jedem Spiel vorkommt, in jedem frühen Spiel. Bei Youngblood geht das auch? Okay. Bei Dark Pictures Anthology Little Hope auch. Cool. Dann machen die es jetzt viel häufiger jetzt auch. Dieses Buddy-Pass-System finde ich super. Gibt ein paar Titel, die das haben. Far Cry 4 hatte das zum Beispiel auch. Kannst nur spielen als Buddy, wenn ein Teammate mit dem Game dich einlädt. Ja, das ist super fair, ne? Der Buddy erhält aber keine Erfolge, ja gut. Ist die Frage, ob man Trophy Hunter ist oder nicht. Ich glaube, ich reise ab. Oder ich ziehe noch einmal eine Tischdecke. Seht euch diesen Zaubertrick an. Die Pflanze ist im Weg. Hm. Ich wollte den Zaubertrick machen hier, wenn man so an der Tischdecke zieht und die Pflanze bleibt stehen. Muss ich erst die Pflanze nehmen. Ja, Moment, ist die Pflanze kein Hotspot? Doch. Ich muss versuchen, jetzt doch mal die Tastenkombination zu merken. Was ist und jetzt nehmen. Ich stelle sie hier unten ab. So, jetzt ziehe Tischdecke. Zaubertrick. Zonk. Geheimnis entdeckt. Sie ist abgeschlossen. Okay, ich reise doch noch nicht ab. Ich reise noch nicht ab. Ja, was habt ihr denn noch gesagt, bei welchen Spielen das noch ist? Bei Youngblood geht das auch? Vielleicht muss ich die Buddy-Version bei Youngblood installieren, Broker, damit wir zusammen spielen können.
Wusstest du das noch mit der Tischdecke? Nee. Ich wollte wirklich gerade nur den Zaubertrick machen. Aber ich muss wahrscheinlich jetzt den Schlüssel noch finden. Aber ist der vielleicht im Gral-Tagebuch drin? Braucht er jetzt hier noch einen Schlüssel, oder? Ist abgeschlossen. Inspektor Peter is on the case. Genau, so sieht das nämlich aus. Okay, ich räume doch mal ein bisschen auf und guck mal unter den... Obwohl, nee, ich würde sagen, so ein Schlüssel, der könnte ja unter dem Kissen verstecken, ne? Der Kissen ist aber kein Hotspot. Nee, ist zu schwer. Ist das vielleicht in dem Bild drin? Wer ist so klug und versteckt eine Schublade unter einer Decke? Und die haben es nicht gefunden, die Einbrecher, ne? Unterm Teppich. Moment. Ja, unterm Teppich ist auch eine gute Idee. Hinterm Bücherregal. Oder im Schreibtisch halt, ne? Oder wollte er nicht reinschauen? Das Problem, das Broker und ich hatten, wir wollten das zusammenspielen, das Youngblood. Ich habe eine Xbox One X und der hat eine Xbox Series X. Also wir spielen auf dem gleichen System, aber eher eine Generation drüber. Das schien nicht zu funktionieren, weil A Way Out hat problemlos funktioniert. Und wir konnten uns gegenseitig nicht in der Lobby treffen bei, genau. Oder wir haben es einmal abwärts und einmal down abwärtskompatibel probiert. Also beide Richtungen, dass jeder mal den Host gemacht hat. Wo finde ich den Schlüssel? Ihr habt gesagt, Teppich ist eigentlich super. Unter der Schreibmaschine. Okay, drücke. Schreibmaschine. Kann ich nicht bewegen. Benutze Schreibmaschine. Ja, hat sich gelohnt für die Sounds, oder? Für die Sounds hat sich's gelohnt. Im Kühlschrank. Vielleicht jetzt doch. Die ist bestimmt festgeschraubt, die Schreibmaschine. Die ist bestimmt festgeschraubt. Falsches Spiel, Alex. Hinter dem Bücherregal rechts. Es gibt ja zwei Bücherregale hier. Ich versuche das mal wegzuziehen. Nee, das wollte ich. Ich wollte es. Oh! Hier ist was. Klebeband. Ziehe. Ziehe. Moment, was ist? Klebeband. Und jetzt ziehen ist hier. Ziehe. Klebeband. Ich kriege den Klumpen nicht auf. Er ist zu klebrig. War das geraten, Drama Dandy, oder war das gewusst? Weil mitraten darfst du gerne. Ja, das klingt. Ach, sie hat es aber abgenommen, okay. Schau an. Ein dicker Klebeband. Wer von euch hat den Thimbleweed Park alles gespielt noch? Könnt ihr mir sagen, wie ihr das gefunden habt und wie das wie ihr so mit dem Ende klarkamt. Ein bisschen von beiden. Ich hatte, glaube ich, noch so ein Erinnerungsfetzen übrig. Ja, ja, es ist so ein bisschen ist 30 Jahre bei mir auch her. Aber hier kann ich kann mich gar nicht dran erinnern, was hier passiert. Genau, keine Spoiler bitte. Spoiler nicht mitraten wohl. Das Klebeband. Also zum Zimmelbee-Parkende. Okay. Dann auch nicht. Würde mich noch interessieren, wer es durchgespielt hat. Der konnte mal kurz die Hand heben, wer das durchgespielt hat. Ohne zu spoilern. Weil ich glaube, viele fangen das an und spielen es nicht zu Ende. Habe ich von vielen schon gehört, die irgendwann aufgehört haben. Und ich habe ja auch zwei Anläufe gebraucht. Thimbleweed Park ist, ein aktuelleres Spiel von Ron Gilbert, dem Monkey Island, Manic Mansion, Monkey Island auch noch, ja. Entwickler. So, das Klebeband.
Das sieht doch auch noch aus, als hier was ist, ey. Ist hier nicht was? Wäscheschrank wollte er nicht aufmachen. Was können wir denn hier mit dem Klebeband machen? Ich klebe das Bild wieder an. Nutze Klebeband in Bild. Vielleicht ist da eine Geheimbotschaft auf dem Klebeband und ich muss das Klebeband in die Schreibmaschine tun und dann wird da eine Geheimbotschaft. Ja, Geräusche gibt es aber. Es ist ein dicker Klumpen Klebeband. Ich sagte doch schon, benutze Klebeband mit Bein. Ziehe Klebeband. Du willst Beinhaare entfernen. Bisschen, wie nennt man das? Peeling machen. Also hat jetzt nur. Indy braucht aber keine Enthaarung. Ja, weißt du das? Gerade hat er Shorts getragen, als er geboxt hat. Für die Aerodynamik mal die. Ist da ein Fluxkompensator hier oben? Mr. Fusion. Wir fangen mal an, jetzt ein bisschen Pixel-Hunting zu machen. Oh ja, an die Bücher erinnere ich mich. Obwohl ich sie lieber vergessen möchte. Na komm, nimm sie mit. Kann ich denn... Das Klebeband wird mir ja nicht helfen, irgendwie das Schloss zu öffnen, oder? Damit kriege ich sie nicht auf, genau. Stuhl hat er nicht bewegen können. Kühlschrank. Klebeband mit Kühlschrank. Da soll ja angeblich ein Ei drin sein. Er sagt irgendwie, benutze Klebeband innen. Das klappt so nicht. Das funktioniert so nicht. Das ist eher sowas hier, ne? Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Das geht nicht. Ich denke mal, ich muss ja irgendwo hier im Apartment versteckten Schlüssel finden. Deswegen bin ich ja hier. Ziehe die Pflanze. Vielleicht hinter der Pflanze. Kann ich nicht bewegen. Ich gehe gleich noch in mein Schlafzimmer. Wann kommt eigentlich Monkey Island? Da würde ich auch demnächst mal eine Abfrage im Discord machen. Eine Umfrage, ob ich Monkey Island 1 oder 2 spielen soll. Aber es wird jetzt noch ein bisschen dauern, bis das drankommt. Es gibt ja wahnsinnig viel, was ich noch spielen möchte. Erst 1, dann 2. Oder beide. Ich glaube, an 1 erinnere ich mich sogar noch mehr als an 2. Ich habe von 1, glaube ich, die Remaster Edition gespielt. Teil 3 muss aber sein. Ja, Teil 3 ist bei mir so noch relativ frisch im Kopf. Obwohl bis zum Ende nicht mehr so. Der Anfang ist mir sehr stark noch in Erinnerung. Aber nachdem man auf diese Insel kommt, wo das Hotel ist, nachdem man mit seiner Piratenmannschaft gereist ist, da wird es ein bisschen schwammig bei mir in Erinnerung. Hier unten? Und da? Was ist Bett? Was ist Bett? Gemütliches Bett. Ja, ich glaube, Blood Island war das, ne? Ja. Da waren wir nämlich auch vor kurzem mal in einem Stream. Da hatte jemand Blood Island auch gerade gespielt. Die Stelle. Nein, das lasse ich hier. Aber das Bild wollte er mitnehmen. Fenster. Ich kann in den Garten der Nachbarn sehen. Hoppla. Wie peinlich. Er ist beim Spannen erwischt worden. Auf oberaffig gespielt. Du meinst den Stream, den wir gesehen haben? Ja. Der hat er auch auf oberaffig gespielt. Tja.
Schauen wir später. Ich schau mal eben vor die Tür. Vielleicht gibt es ja noch, oder warte mal, die Tür selber. Das ist ja, das habe ich aber damals bei Day of the Tentacle halt übersehen, dass man eine Tür schließen konnte und dann auf der Innenseite der Tür was dran war. Das war der Autoschlüssel oder so, ne? Bei Day of the Tentacle. Der hatte nämlich mich viel Zeit gebraucht. Wenn ich jetzt rausgehe, bin ich wieder hier. Nee, da wollen wir gar nicht hin. Obwohl, Moment. Aber ich kann ja jetzt hier nichts mit dem Klebeband machen, oder? Was ist oberaffig? Das ist ein Schwierigkeitsgrad bei Monkey Island. Das ist der höchste Schwierigkeitsgrad sozusagen mit allen Rätseln. Es gibt einen einfacheren Modus. Ja, genau. Alex Sachs. Wir können natürlich jetzt mal hier reingehen. Nee, Quatsch, geht nicht. Ich kann nur reisen hier. Oder? Ich könnte zurück. Vielleicht brauche ich ja noch was aus meinem Büro hier. Es wäre zu gefährlich, das mit mir rumzutragen. Die habe ich als Junge zu Halloween getragen. Ach, dann ist das auch schon eine Antiquität? Diese Maske ist eine Fälschung. Mitnehmen. Brauche ich nicht. Bitte fast eine Hintergrundmusik anmachen, damit wir ein bisschen Hintergrundmusik hier haben. Weil ich will irgendwie nicht die... Ja, ich will nachher, wenn es Originalmusik gibt, schalte ich die natürlich wieder ab. Aber das hilft mir beim Denken ein wenig. Kristallkugel ist immer nützlich, oder? Wir sind schon wieder... Moment mal. Warum ist denn jetzt schon wieder hier? Warum ist denn jetzt schon wieder so viel Post hier? Ah, es war nichts. Telefon. Statuen. Die hat mir jemand aus dem Skulpturkursus gegeben. Die brauche ich auch nicht. Hm. Antike Tafel. 10 Gebote, das steht da drauf. Das sind Liebesbriefe für Han Solo. Gibt's doch, ist es. Ich glaube, am allerersten Indiana Jones ist das die Szene, wo er Unterricht macht und dann die Schülerin sich da was auf die Augenlider geschrieben hat, ne? Ich bin noch nicht mit der Übersetzung fertig, aber es ist eine Warnung über verkleidete Außerirdische. Oh! Foreshadowing für Teil 4. Die Außerirdischen. Noch eine antike Tafel. Da steht das Gleiche drauf. Und er hat die andere Post zurückgelegt. Ah, okay, dann ergibt das doch Sinn. Was ist Steinbrock? Steinbrocken könnte auch gut sein. Den brauche ich nicht. Hm. Tür. Da gehe ich auf jeden Fall nicht zurück. Dahlia habe ich schon versucht. Die Karte. Ah, die Karte. Die muss doch wichtig sein. Brauche ich nicht. Die Affen im CGI, die Szene war echt schlimm. Die Szene war wirklich schlimm. Ich glaube nicht, dass ich doch noch was hier finde, oder? Ventilator, Kristallkugel. Und solange es kein Kristallschädel ist, weil wir haben ja ganz viele Schädel, aber zum Glück kein Kristallschädel. Maske. Nix tuckt den Kühlschrank in negativer Hinsicht. Das fand ich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Das erinnert mich mehr so an die Szene, die jetzt mit dem Kühlschrank ist so in dem Rahmen wie die Szene bei Indy 2 mit dem Schlauchboot, wo sie mit dem Schlauchboot da den Wasserfall runterfallen. So, das verbuche ich eher unter der Kristallscherbe. Hab ich glaube ich schon versucht, ne? Nee. Etwas übersehen. Kühlschrank war Comedy, ja. Könnte auch nochmal zurück hier reingehen, aber nee.
könnte auch nach Venedig reisen. Bevor du nach Venedig reist, starte den Hincounter. Das ist jetzt auch eine gute Idee, weil ich jetzt schon eine Weile rumlaufe. Ich starte jetzt mal den Hincounter. Der motiviert mich nämlich selber auch immer. Dann versuche ich jetzt hier in Viertelstunde ein bisschen weiterzukommen. Ist schon wieder das Fenster verändert hier. Sehr gut aus. So. Combo. Die Lampen über die Durchreiche. Ich schau mal gerade. Da könnte auch was drin sein, ne? In der Lampe. Nö. Klebeband haben wir. Die wollen auch Teil 5 nochmal mit, doch nochmal mit Harrison Ford drehen. Ich weiß nicht, wenn sie es jetzt noch länger aufschieben. Ja, nimm, drücke. Die kann ich nicht bewegen. Also das Klebeband muss ja sehr stark gewesen sein, dass das Klebeband das Bücherregal an der Wand gehalten hat. Hast du nicht auch gelesen, Tom Holland, der den jungen Nathan Drake spielt, der sagte schon selber, er hatte nicht so gute Erfahrungen mit dem Film gehabt. Er hat sich nicht wohlgefühlt bei den Dreharbeiten. Ach, das hast du, glaube ich, gesehen, ne? Moment, hier war es. Stimmt, da haben wir drüber gesprochen auch. Wäscheschrank? Er hat Vater von dem Schlafengehen gelesen. Da könnte doch was Wichtiges drin sein. Nee. Ich hätte ja gedacht hier, das wäre was, das Bild. Soll ich das Bild wieder aufhängen? Habe ich das schon wieder versucht? Das Bild. Benutze Klebeband mit Bild. Das klappt so nicht. Harrison Ford sollte den Hut auch mal abgeben. Was haben wir denn noch für Verben, die ich vielleicht übersehen habe? Ein Zier, Bett. Ist zu schwer. Du brauchst echt keinen neuen Indiana Jones. Man könnte einen neuen Indiana Jones halt mit einem neuen Schauspieler machen, was Alex auch gerade sagte, ne? Aber nicht nochmal mit Harrison Ford unbedingt. Weil dann dreht sich alles nur um, wie bringen wir das jetzt, das war ja beim letzten Teil auch schon, man hat ja das Gefühl, ansatzweise gehabt, dass wir es beim letzten Mal schon versucht haben, eine Staffelübergabe zu machen, aber es hat irgendwie zum Glück ja nicht funktioniert, weil Shia LaBeouf als Indiana Jones, ich glaube, da ist Disney, wer hat die Rechte denn gerade an Indiana Jones? Ist es auch bei Disney eigentlich? Oder ist das noch bei Lucas? Weil Lucas gehört doch zu Disney jetzt alles komplett, oder? Das ist eine gute Frage. Er gehört zu Disney komplett. Bei Disney sind sie bestimmt froh, dass Shia LaBeouf nicht Indiana Jones geworden ist. Ja. Aber ich muss mal weiterkommen hier. In 10 Minuten. Das schaffe ich doch. Schließe Fenster, nachdem die Nachbarn reingeschaut haben. Das ist doch schon zu. Ich wollte die Vorhänge ziehen. Dann ziehe Fenster. Wenn ich es aufkriege, kriege ich es nie wieder zu. Ist denn was in dem Klebeband drin? Es könnte ja auch sein, dass in dem Klebeband der Schlüssel versteckt ist. Also ich ziehe jetzt nur das Klebeband selber. Ich kriege den Klump nicht auf, er ist zu klebrig. Also da ist bestimmt der Schlüssel drin. Ich muss das Klebeband aufbekommen. Ziehen habe ich versucht, ne? Ja. Es ist zu klebrig. Kann ich denn... Moment mal. Ich habe eine Idee. Vielleicht muss ich doch wieder zurück. Ich würde jetzt fast sagen, weil ich weiß, dass hier im Eingangsbereich ja der Wasserbrunnen ist. Kann ich irgendwie das Klebeband in den Wasserbrunnen tun? Und damit irgendwie die Klebefähigkeit schwächer machen. Mein Gott, mir fehlen die Verben. Die Verben sehe ich hier. Ich sehe hier so viele Verben, dass mir keine eigenen mehr einfallen.
Also den Klebstoff abmachen hier am Wasserspender. So, hier. Also, benutze Klebeband in Trinkbrunnen. Brauche schon was Härteres, um das sauber zu kriegen. Andersrum geht's auch. Ich brauche was Härteres. Also ich brauche noch Putzmittel oder sowas, ne? Wo gibt's denn sowas? Wenn ich da auf der richtigen Spur bin, ich bin mir nicht sicher. Also hier darf ich ja nicht wieder zurück, ne? Gibt es vielleicht noch hier was in der Umkleidekabine? Oder ein Hammer. Ah, genau. Das klappt so nicht. Also nicht benutze Hammer mit Klebeband. Das klappt so nicht. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Hat nicht funktioniert. Mist. Wenn ich jetzt weggehe, aber Moment mal, irgendwas muss ich mit dem Hammer machen können. Umgekehrt. Einfach nur öffne, habe ich das schon probiert. Ist immer noch zu klebrig. Jetzt klappt es nicht andersrum. Das klappt nicht, nee. Der Hammer ist festgekettet. Ziehe Hammer. Wenn ich mich jetzt umkleide, geht das nochmal? Oh, er zieht sich tatsächlich nochmal um. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ja, können Sie mir einmal auf dieses Klebeband hauen, Herr Trainer? Das wäre doch gar nicht schlecht. Die Option, gibt es die? Nein. Hauen Sie einmal aufs Klebeband. Wisst ihr was? Ich speichere mal zwischendurch. Klebeband im Kühlschrank einfrieren, dann mit dem Hammer zerschlagen. Ist auch nicht übel. Ich glaube, das will einfach nichts mit dem Klebeband machen. Klebeband. Warte mal, ist denn noch hier jemand mit... Ne, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte gerade mit mir selber reden. Ich habe mich gerade gedacht, was ist denn das für ein gut aussehender, gut gekleideter Mann hier am rechten Spielfeldrand? Kann ich den nicht irgendwie ansprechen? Ich dachte, eventuell in dem Klebeband ist der Schlüssel drin für die Truhe. Ist meine Vermutung. Wir haben ja noch die Truhe in dem Dr. Jones. Eine Dr. Jones Wohnung. Ein Klumpenklebeband, genau. Ist auch gar nicht so ein doofes Versteck, was er sich da ausgesucht hat. Der will sich das Graz-Tagebuch nicht anschauen. Ich sehe nichts, was mir jetzt weiterhelfen könnte. Wahrscheinlich schaut er sich ja später an. Öffne. Ich will jetzt noch keinen Hint haben. Ich muss das rauskriegen. 6 Minuten noch. Benutze Klebeband in Kühlschrank. Das klappt so nicht. Ich gehe nochmal ins Schlafzimmer. Ich glaube, Jay weiß es. Er freut sich schon. 5 Minuten. Wir stecken es zu der dreckigen Unterwäsche, dann öffnet sich das Klebeband vor Ekel selber. Oh, sie, sorry. Ja, ich versuche es mir zu merken, an dem Usernamen weiß man das nicht unbedingt, ne? Hm.
Haben wir denn noch was gesehen? Ich meine, die höchste Gefahr besteht darin, dass in unserem Büro etwas ist, was uns helfen kann. Soll ich nochmal zurück ins Büro und irgendwie versuchen, in meinem Büro irgendwas zu finden, was mir hilft, das aufzumachen? Speedrun. Es gibt leider keinen Doppelklick zum Speedrunnen. Also hier. Irgendwas, womit ich das aufbekomme, mit der Scherbe vielleicht. Ja, ich bin jetzt auch zurück zum Büro gegangen. Ich dachte auch, die Scherbe hier, ne? Benutze Stahlscherbe mit Klebeband. Ah. Geht so nicht. Da liegt ein Dolch auf dem Tisch. Hast du gute Augen? Wo denn? Mitte, unten? Diese Statue hier, wenn ihr das meint. Oder ach, oder hier unten, das hier meint ihr. Ah, ihr habt das Fenster, glaube ich, größer als ich. Ich spiele nämlich kleiner, einer kleineren Auflösung, als ihr bei Twitch habt. Vielleicht spiele ich beim nächsten Mal mit einem größeren Fenster. Moment, ich mache das Fenster mal größer, dann sehe ich das besser. Das müsste sich mit vergrößern, ne? Ne, jetzt habe ich es kaputt gemacht, oder? Ja. Sorry. Ich dachte, ich könnte einfach so das Fenster vergrößern und keiner merkt's. Ja, beim nächsten Mal gucke ich mal, ob ich es irgendwie anders mache. Naja. Passt einigermaßen wieder. Ich hoffe, ihr seht alles, ne? Ja, geht es alles wieder zu sehen, okay. Ah, das ist doch Zeitverschwendung. Braucht doch die Zeit. Das ist aber kein Hotspot, leider. Der Dolch. Die Medaille. Er sagt ja auch irgendwie, benutze Klebeband in. Als ob man es irgendwo reinlegen müsste. Mit dem Trinkbrunnen, das war gar nicht so übel. Aber das hat nicht funktioniert. Das Teilscherbe hat nicht funktioniert. Schädel. Wohl, wenn ich den Schädel aufmache und das mit den Zähnen zerbeißt. Ich rufe die Telefonhotline an. Das Telefon ist leider nicht funktionsfähig. Also. Benutze Klebeband im Kiefer vom Schädel. Das klappt so nicht. Steinbrocken? Kann ich es mit dem Steinbrocken zerhauen? Ach, das ist Quatsch. Ich muss es ja... Die beste Idee, die ich hatte, war tatsächlich die mit dem Wasser, fand ich. Was ist das für eine Flüssigkeit? Das hier? Das hier, das Glas hier, ah, das Glas, das Glas, das Glas, da ist bestimmt Lösungsmittel drin oder so. Es wäre gefährlich, das mit mir herumzutragen. Benutze Klebeband mit Lösungsmittel. Es scheint zu wirken! Da war ein Schlüssel drin. Ah, Encounter off. Puh. Da konnte ich mich ja gar nicht dran. Ein super Auge. Super Auge, Brokey. Ja, das ist noch oldschool, Alex, ne? Das ist echt noch oldschool Point and Clicking. Puh. Ja, super fies. Und ich habe die auch schon angeklickt, diese Flüssigkeit. Und ich habe die ja versucht, schon mitzunehmen. Der hat mir den Hinweis gegeben, das ist zu gefährlich, um das mitzunehmen. Da ist ja schon der Hinweis da, dass es irgendwas ist, ne? Wenn es eine Säure ist oder so. Oder irgendwas, was auch ein Lösungsmittel ist. Okay. Yay, klapp, klapp, klapp. Danke, Jay. Aber den Klugsound, den kriege ich jetzt nicht, weil das ging ja ein bisschen mehr auf Brokers Hirn gewachsen. Also, benutze kleiner Schlüssel, Truhe. Was haben wir da drin? Ein altes Buch. Ja, damit. Broker ist so klug. K-L-U-K. Absolut. Ja, jetzt schaue ich mir das alte Buch mal an.
Das ist das Tagebuch, das ich als kleiner Junge gemacht habe. Es sollte so aussehen wie das meines Vaters. Mein Tipp wäre dann gewesen, such nach einem Glas in deinem Büro. Ja, das ist auch ganz gut, wenn ihr mir einen Tipp gibt, der nicht eindeutig die Lösung gibt. Das sind immer die schönsten Tipps, die nicht sagen, geh in dein, such das, geh in dein Büro und guck, wo die grüne im mittleren Regal und hol dir die Säure oder so. So ein bisschen, dass ich noch ein bisschen miträtseln kann. Aber jetzt habe ich das gefunden. Ist da noch was anderes drin? Ich sehe nichts Besonderes, das war's, ne? Aber das heißt, er hat an uns gedacht, weil er es auch bewahrt hat. Öffnen. Liest er sich jetzt das durch? Ich sehe nichts, was mir jetzt weiterhelfen könnte. Ja, warum haben wir denn das jetzt bekommen hier? Ist das noch wichtig? Appreciate the Simpsons-Referenz, ja. Aus der guten Simpsons-Zeit noch. Warum habe ich das jetzt gefunden? Wisst ihr was? Ich speichere hier mal und versuche jetzt tatsächlich mal nach Venedig zu reisen. So wie das Spiel sich anfühlt, kann ich auch jederzeit wieder zurück. Und wir sind ja hier nicht in Zack McCracken, dass die Tickets Geld kosten, hoffe ich mal. Dass uns irgendwann das Geld ausgehen kann. Ein Fake-Buch. Oh, habe ich hier noch was zu erledigen? Wollte ich mal mit Markus sprechen? Denn der ist ja nicht mehr da, oder? Ich schaue noch einmal kurz im Flur. Ich habe das Gefühl, man kann gefasst werden und das Fake-Buch abgeben, statt dem eigentlichen. Kann vielleicht sein, ja. Weil es so ähnlich aussieht, weil es kopiert hat, ne? Das hilft uns dann später bei einem anderen Rätsel. Schaue ich noch einmal kurz, ob Markus hier irgendwo ist. Ansonsten würde ich nach Venedig reisen. Wir können aus Witz noch einmal hier hingehen. Gucken, was passiert. Dr. Jones, diese Studenten sind sehr sauer. Schaut euch an, ich habe ein Bild mitgebracht. Ich habe das Gral-Tagebuch, das heilige Gral-Tagebuch. Ja, vielleicht benutze Gral-Tagebuch mit Studenten. Benutze Studenten. Das klappt so nicht. Gib das Gral-Tagebuch. Wir beenden das Spiel jetzt hier. Das geht nicht. Na, dann gehen wir. Der hat einen festen Schritt, ne, wenn er hier über die... Oh, geht nicht mehr raus. Achso, Moment, ich muss jetzt mal das Kommando abbrechen. Soll ich nochmal reden? Wir reden nochmal, okay. Gucken, ob ich noch was habe. Vielleicht schaffe ich es jetzt, was du gesagt hast, die irgendwie an den anderen Professor abzudrücken. Vielleicht sollte man einen anderen Lehrer finden. Genau. Alle Archäologieprofessoren sind ausgebucht. Es gibt ein Geo... Stimmt. Wir haben ja von diesem anderen neuen Geologieprofessor erfahren. Dann halten wir den jetzt auf. Von dem Markus uns erzählt hat. Professor John Reed, sagt ihm, Mulberry schickt euch. Danke, Dr. Jones. Bis bald. Ich habe gedacht, ich schaffe es nicht. Boah, Fortschritt. Immerhin kann ich in dem Büro denn das noch was finden hier? Nee. Jetzt kann ich doch in Irenes Büro gehen und mir da nochmal umschauen. Ja, Irene, mit Irene kann man nicht reden. Ich habe gerade in das... Weg sind sie ja. Das hätte man aber nicht gemusst, oder? Das war jetzt so eine optionale Möglichkeit. Ich dachte, jetzt finde ich hier noch irgendwas Besonderes. Nee. Okay.
Dann, ja, Venedig, ne? Nächster Stopp Venedig. Ich schreibe gerade an einer neuen Folge. Mord ist die Hobby. Ja, das war. Mord ist die Hobby. Das könnte man echt nochmal gut schauen, glaube ich. Ah. Venedig, da stand es auch. Woran werden wir den Dr. Schneider erkennen, wenn wir ihn sehen? Vielleicht kennt er uns? Dr. Jones? Ja. Ich wusste, dass Sie es sind. Sie haben Ihres Vaters Augen. Und meiner Mutter Ohren. Sie dürfen mit dem Rest machen, was Sie wollen. Dr. Jones. Es scheint so, als wären die besten Teile schon vergeben. Marcus Brody? Ja, ganz recht. Dr. Elsa Schneider. Oh, was wissen Sie über das Verschwinden meines Vaters? Nicht viel. Wir arbeiteten gerade in der Bücherei, als es passierte. Ich führe Sie hin. Warum geht ihr zwei nicht ohne mich los? Ich würde gerne eine ruhige Gondelfahrt machen. Na gut, Marcus. Dr. Schneider, Sie führen. Es ist Venedig, da muss das so sein. Venedig, die Stadt der aggressiven Musik. Das ist die Bücherei. Sieht eher wie eine Kirche aus. Sie haben ganz recht. Es war eine Kirche während der Kreuzzüge. Nur kurz bevor ihr Vater verschwand, murmelte er etwas von römischen Ziffern. Er sagte, er hat überall nach ihnen gesucht. Ohne Erfolg. Die Bücherei macht bald zu. Ich kläre mal, dass wir hier bleiben können. Dann können wir uns in Ruhe umsehen. Bist du Österreicherin? Dr. Schneider? Entschuldigen Sie! Hallo, Sie! Ich glaube nicht, dass es Schwierigkeiten macht, Dr. Schneider. Hm. Hast du gehört, Miriam? Die hat deinen Namen gerufen. So. Weiß gar nicht mehr, was da war in dem Film. Genau, Ruhe. Hier ist die Bibliothek. Jetzt müssen wir uns erstmal umschauen. Und ich muss auch gleich mal, glaube ich, die erste Toilettenpause machen nach anderthalb Stunden. Ich trinke noch mal erstmal noch ein bisschen was, damit sich das gleich lohnt. Aber wenn ich anfange, den Stream schon Tee zu trinken, dann geht's. Gehört. Sehr schön. Irgendwas mit dem X gab es hier nämlich. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Nee, zu den Regalen wollte ich noch nicht. Was ist... Regale... Wir könnten mal versuchen, ob wir hier in Optionen etwas die Musik und sowas alles runterregeln können. Könnt ihr es eigentlich sehen, wenn ich hier die... Ah ja, könnt ihr das sehen, wenn ich die Optionen anmache. Sehr gut. Wir ein bisschen regeln. Ich würde mir die Effekte auch ein bisschen runterdrehen. Erstmal auf 125. Die Effekte sind nämlich auch sehr laut. Ich bin immer unsicher bei... ich würde die Untertitel gerne auch langsamer machen. Werden die wohl langsamer, wenn ich die Zahl erhöhe oder wenn ich die niedriger mache? Was meint ihr? Ich würde ja sagen, wenn ich, das ist irgendwie eine Zeit. Wenn ich es höher mache, stehen die Untertitel länger da. Ich probiere es mal aus. Mach es mal auf die, was ist, mach's mal auf die Hälfte. Ungefähr. Testen wir mal aus. Venedig. Ja, der Digi-Sound ist immer noch sehr laut, ne? Das Stempeln, aber es soll vielleicht so laut sein. Ausgang, Plakette, okay.
Dort steht, gestiftet von Giorgio Lucchesi. Da ist wohl jemand sehr eitel, oder? Italienisch. Das sind recht sentimentale Bücher. Trotzdem bewegen sie mich. Galileo Galilei. Ein italienisches Sprichwort. Eine Bücherei ohne Regale ist nur ein unordentlicher Stapel Bücher. Ich mache doch nochmal den Digi-Sound ein bisschen leiser. Das Stempel, das soll wahrscheinlich auch so ein bisschen stören, aber das hilft, stört mich auch beim Nachdenken. Mach's mal genauso laut wie die Musik. Also für mich ist es jetzt okay so. Gewidmet meiner kleinen Lieblingsbücherei von einem Liebhaber der Literatur, Dante Alighieri. Schön. Hier lernt man auch noch was. Österreich ist teuer. Schweiz, ich habe Freunde in der Schweiz. Also nicht nur den Scarfi. Ich kenne auch noch eine Freundin, die wohnt in der Schweiz. Die sagt auch, es wäre teuer dort. Neben Österreich. Wenn man so von deutschsprachigen Ländern spricht. Zu Ehren Graf Spielberg von Emblin. Oh, das Gegenüber von George Lucas ist der Spielberg. In Latein. Für eine tolle Bücherei, trotz des zweitklassigen Standorts. Romulus und Remus. Der zweitklassige Standort. Ausgang? Ich... Dann schauen wir mal. Okay. Wir können tatsächlich hier reingehen. Bücher, 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 Bücher und noch mehr Bücher. Bücher, 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 Buch, 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 Buch. Geschichten von der Bundeslade und andere unglaubliche Märchen. Aha. Römische Ziffern? Der hat überall nach römischen Ziffern gesucht. Zeit fürs Buch, oder? Jetzt aber schau an. Tagebuch. Okay. Man beachte die Detailtreue in der Zeichnung des Schilds. Das Teil darüber und der Engel. Der seltsame Text darunter hat anscheinend etwas mit römischen Ziffern zu tun. Willst du hinein? Folge dem ersten von rechts. Das X. Das erste von rechts. Da muss ich hier erstmal das Fenster anschauen. Es steht sieht dem Bild im Tagebuch sehr ähnlich. X never ever marks the spot. Ja, aber vielleicht ist das ja endlich mal die Wahrheit hier. Schild des Teils darüber und der Engel. Der seltsame Text darunter hat anscheinend etwas mit römischen Ziffern zu tun. Willst du hinein? Folge dem ersten von rechts. Ich würde jetzt einfach mal hier drauf drücken. Drücke Platte. Fühlt sich lose an. Vielleicht kann ich sie aufbrechen. Mit meiner Multifunktionspeitsche. Dafür trage ich keine Peitsche. Moment mal, kann ich mit der Peitsche vielleicht eine dieser Statuen umwerfen und die hier drauf fallen lassen? Wir sind ja hier versichert, oder? Genau, die Steinlöwen hier drauf fallen lassen. Also, benutze Peitsche mit Steinlöwe. Dafür trage ich keine Peitsche. Das hätte aber funktioniert. Das hätte garantiert funktioniert. Steht hier nicht auf der Inschrift.
Ich sehe ein paar Zahlen. Dem ersten von rechts, das meint, das ist auch der Hinweis. Die erste Zahl von der rechten Statue, und das wäre auch die 9. Das ist die Bestätigung, dass die 9 wahrscheinlich richtig ist. Ja. Okay, wir können uns noch ein bisschen umschauen, oder? 925. Ja. Ich glaube, wir brauchen nur die 9. Ich glaube, die 9 ist nur wichtig. Wir prügeln mal ein bisschen mit dem Schlüssel da drin rum. Wir brauchen ja sonst nicht mehr. Ich brauche etwas mit Hebelwirkung oder mit etwas mehr. Okay. Mal ein bisschen umschauen. Wie irgendwas wie ein Brecheisen oder was man gut auch benutzen könnte in Museen oder in Bibliotheken vielleicht. Nein, Bibliotheken ja weniger, dass man sich irgendwo anstellen muss und irgendwie so eine. Bin ich im Kreis gelaufen? Oder ist das ein anderes Ding? Da, wo man sich anstellen muss und wo so Schlangenlinien. Ah, mein Gott, mir fehlen echt die Worte heute. Trennseile aufgehängt werden, wenn man so ein Teil hier findet. Sowas findet man noch häufig in solchen Etablissements. Also ist das der gleiche? Gibt mehrere Fenster. Ja, ich wollte gerade schauen, ob das hier eine andere Plakette ist. Oh Gott, da muss ich ja das richtige Fenster wieder sehen. Nutze die Verben aus der Leiste unten. Nee, ich kann die Verben auch mit der Tastatur ansteuern. Und hier geht's los mit Q, W, E, R. Na, und dann ist Schau an ist zum Beispiel auf, was ist es auf C? Und Schau an ist auf X. Oh, das ist tatsächlich eine andere. Jetzt muss ich nämlich nachher die richtige das richtige Fenster wiederfinden, ne? Unterscheiden sich die Fenster denn? Zwei Engel? Ja, die Engel gucken hier beide nach links. Ich muss das Fenster finden, wo beide Engel mindestens in Richtung Schild schauen. Das bedeutet, tja, das könnte schon wieder richtig sein hier, ne? Wenn ich mich dran erinnere. Nee, eine andere. Aber er hat ja gerade schon gesagt, das wäre lose. Oder sind die alle lose hier? Wenn ich jetzt versuche, hier dran zu ziehen. Alles klar. Ich muss tatsächlich das richtige Fenster finden. Also nochmal richtig genau das Gral-Tagebuch anschauen. Ja. Muss mir mal genau anschauen. Was haben wir denn hier? Hier haben wir jemanden mit zwei Pluszeichen oder so. Die Engel gucken in die Mitte und das Schild hat so Querstreifen, diagonale Streifen. Das sind zwei Kelche, zwei Pluszeichen. Der hat zwei Fäuste. Der Jesus ist bereit zum Boxen. Oder der Kreuzritter. So. Okay. So, ich mache mir mal einen Screenshot, das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Ich mogel jetzt. Klick. Jetzt schiebe ich mir das auf das andere Fenster. Dann geht nichts mehr schief. So, das ist schon mal nicht das Richtige hier. Ich cheate mit der heutigen Technik, genau. Genau das habe ich gemeint. Und ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Wie nennt sich das Spiel denn? Wie nennt das Spiel das denn? Was habe ich gesagt? Absperrung. Ne, die Kordel wollte ich nicht. Ich wollte so ein Trennseile. Ich wollte diese Dinger hier haben. Ich wollte das eigentlich hiermit ein Absperrstempen. Ja, dieses Gedöns hier. Aber er nimmt nur die Kordel. Ah doch, da ist noch ein Metallpfosten, bitteschön. Für sie immer noch her, Metallpfosten. Ständer.
So, jetzt ist auch nicht, oder doch, hier sind die zwei Kelche. Es sieht fast richtig aus hier. Ist das nicht richtig hier? Es sieht farblich nicht ganz richtig aus. Die Engel gucken in die richtige Richtung, die Sonne darüber ist richtig. Ich glaube, wir sind hier richtig. Ist das Zufall, dass wir hier auch den Metallpfosten bekommen haben? Speicher bitte. Ja, mache ich doch gerne. Dafür musst du. Die Stimmen in meinem Kopf erzählen mir etwas. Ah, speichern, danke. Ich darüber. Der erste von rechts. Okay, ich schaue jetzt noch mal auf diese Inschrift. Ich schaue auf diese Inschrift, wenn ich es schaffe. Es sind drei Symbole eingebaut. 6, 8 und 1. Da ist die 6. Ich versuch's mal. Benutze Metallpfosten mit der 6. Keiner guckt. Plonk, plonk, plonk. Aha. Was war das für ein Krach? Oh oh. Sie da, bleiben Sie stehen. Halt, Achtung. Man muss ja mal so ein Nazi-Klischee-Wörter sagen wie Achtung, halt. Dann kann ich das wieder zumachen hier. Okay, kurze Frage. Mein Leben! Ja, genau. Muss ich hier meinen Block jetzt nehmen? Das sieht nach einem Labyrinth aus. Lohnt es sich, hier eine Karte zu zeichnen? Irgendwie habe ich das im Gefühl. Peter ist nicht gestorben, ne? Komisch. Ich fange mal an mit einer Karte. Es kribbelt wirklich. Ich meine, vor allem gibt es hier drei Ausgänge. Drei Ausgänge bedeutet. Wie zeichne ich das denn dann? Obwohl, das ist ja nur. Es sind Katakomben. Katakomben können auch verwinkelt sein. Wenn man dreimal daneben liegt, kann man nicht mehr in die Kirche. Okay. Ja. Da ist ein Tunnel. Ich glaube, hier gibt es nichts außer die Ausgänge. Es sind drei Ausgänge. Die gehen eigentlich nach links. Jetzt habe ich die Karte auf der falschen Seite angefangen. Naja. Das ist ja auch immer die Frage. Wo fängt man seine Karte an? Ich habe die Karte auf der Seite angefangen hier. Jetzt gehen die Räume nach hier weg. Jetzt hoffen wir mal nicht, dass da noch so viele Räume auf der Seite kommen. Also gehen erstmal in den untersten rein. Okay. Ich habe Atlantis-Flashbacks. Ich lege die Karte mal wieder zur Seite. Ich mache das jetzt systematisch hier. Ich denke mal nicht, dass ich von den roten Augen erwischt werden darf, oder? Die roten Augen könnten tödlich sein. Sind das Nazi-Augen oder sind das, weiß nicht genau, übernatürliche Augen? Ich werde es gleich erfahren. Ja, sieht doch vielversprechend aus hier. Das sieht gut aus. Tada! Neuer Screen. Das mit der Karte zeichnen, das lasse ich jetzt mal wieder. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Es ist gerade so spannend, ich vergesse tatsächlich auch auf Toilette zu gehen. Ich wollte erst das Glas Wasser leer trinken, damit sich das lohnt. Prost. Das Getippe auf der Schreibmaschine war ein bisschen, da, ich habe den Haken gefunden.
WC-Pause wäre nicht schlecht, ne? Das schwillt auch gleich die Musik an, wo ich den Haken gefunden habe, als ob ich hier, weißt du, den Heiligen Gral gefunden hätte. Spiel zu Ende. Ist ein alter Piratenhaken. Monkey Island confirmed. Okay. Ich suche mal eben noch das Grab. Wir sind ja auf der Suche nach dem Grab von dem Tempelritter, soweit ich mich erinnere. Den Screen suchen wir jetzt noch. Na, der wird wahrscheinlich eher auf der Seite sein. Kombinieren mit der Kordel bestimmt. Ja, das könnte sich als nützlich erweisen. Dann kann man Wurfhaken oder sowas bauen. So. Das ist noch nicht das Grab. Was ist Fackel? Ist das so eine Katakombenfackel, an der man ziehen muss und dann öffnet sich irgendwo eine Tür? Mal sehen. Ich kann sie nicht aus dem trockenen Schlamm ziehen. Trockener Schlamm, sagst du? Klingt wie eine Beleidigung. Trockener Schlamm. Geh nach Hause, du trockener Schlamm. Jetzt muss ich an den anderen denken, der fast am Weinen war und schrie, ich habe den Haken vergessen. Ja, man kann den Raum übersehen, oder? Okay. Das ist eine Warnung auch für mich, mal wirklich sich genau umzuschauen. Habe ich da eine Flüssigkeit oder irgendwas, um das aufzuweichen? Kann ich mit dem Haken jetzt spielen? Erstmal machen wir unseren Wurfhaken. Benutze Kordel mit Haken. Das klappt so nicht. Benutze Kordel mit Fackel. Das klappt auch nicht. Benutze Haken mit Fackel. Ich glaube, mir fehlt noch was. Das heißt, ich muss mir diesen Raum merken, wenn ich irgendwas habe, um die Fackel zu lösen. Er musste die Katakomben nochmal machen. Eine Hakenpeitsche. Nee, die Hake wird nicht modifiziert. Okay. Hier unten, also unten rechts, merke ich mir mal, ist noch ein Raum, wo wir noch die Fackel holen müssen. So. Was ist das hier? Eine Platte. Die Platte? Jetzt hat der blöde Indiana Jones oben die Metallstange dagelassen. Die wir jetzt super gebrauchen konnten, um die Platte zu lösen. Ah, geht er einfach so drüber. Das hätte eine Falle sein können. Idiot. Krieg sie nicht richtig in die Finger. Ah, wir haken das Ding mal ein. Also, Haken. Haken mit Platte. Klappt nicht. Okay. Vielleicht finde ich noch. Das ist ganz schön gepixelt hier, das Skelett. Seht ihr das irgendwie? Das ist sehr detailliert gepixelt, weil es so eine schöne Großaufnahme ist. Auch mit dem Lichteffekt hier sind sehr schön. Schöne Lichtstimmung hier im Grab. Ja. Geht fast schon, ne? Ist in so Detailgrad von Indiana Jones 4. Also. Okay, auch merken hier. Ich glaube, außer ich kann mit der Kordel tatsächlich noch was machen. Ne. Ah, dass der Haken nicht ging? Ich wünschte, ich hätte das Bild nicht mitgenommen. Ich habe so viele Inventar-Items schon. Ich weiß auch nicht, ich war schon ganz froh, war das bei Monkey Island 1 schon der Fall oder erst bei Monkey Island 2, wo die angefangen haben, Grafiken ins Inventar zu bauen? Bin mir nicht sicher, in welchem Teil die angefangen haben. So ist das schon eine Erleichterung gewesen. Erst in Teil 2, ne? Ja. Das hilft der Übersichtlichkeit und sich die Sachen besser merken zu können. Man ist ja doch visuell orientiert so ein bisschen. Ah. Okay.
Hier ist das Grab. Wir haben das Grab gefunden. Ich speichere hier mal und dann machen wir kurz eine Toilettenpause. Das ist nämlich ein guter Cliffhanger. Toilettengrab. Einmal kurz für kleine Archäologen gehen und dann sehen wir uns in ein, zwei Minuten wieder. Hol ich mir mal. Zu trinken habe ich noch genug hier. Ich habe noch keine Erdnüsse gegessen. Komme ich gar nicht zu. Wir sehen uns gleich wieder. Geht gleich weiter. Weiter geht's. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Bin jetzt gerade echt voll drin. Was ist Gitter? Ich sehe nichts Besonderes. Können wir jetzt das... Wie lange machst du heute? Ich habe eine Stunde später angefangen. Aber ich denke so bis 11 mindestens. Also 3 Stunden. Wenn es gut wird, vielleicht sogar noch länger. Also bis 11 Uhr mindestens. Benutze Haken. Ich weiß gar nicht mehr, Kaiserin. Ich glaube nicht. Obwohl es kann sein, wenn ich tatsächlich auch die Bestseller-Games-Version hatte, dass ich da mit der Komplettlösung gespielt habe. Aber dann erinnert man sich natürlich nicht mehr auf die, an die Rätsel. Ja, ich habe auch eine Stunde später angefangen heute, Alex. Das klappt nicht. Die Kordel vielleicht? Das klappt auch nicht. Da ist der Sarg. Also ich sollte einmal versuchen, dran zu ziehen. Vielleicht hilft etwas. Bumpf. Vielleicht auch nicht. Oder auch nicht. Ja, das ist halt so richtig schön oldschoolig, ne? Kompliment an den Herrn fürs gute Entertainen. Ja, danke schön. Dankeschön. Es ist bei dem Spiel aber auch nicht schwer, weil das Spiel echt Spaß macht. Ist ein bisschen clunky von der Steuerung her. Ich versuche immer mit der Tastatur zu arbeiten. Aber da gewöhne ich mich noch dran. Monkey Island hat da schon eine Verbesserung gehabt, wo diese Was-ist-Funktion weg ist. Dass ihr die nicht... Es ist doch eigentlich viel einfacher, diese Was-ist-Funktion nicht einzubauen, anstatt sie einzubauen. Einfach nur einen Mauszeiger zu machen, der bei Mouseover die Sachen zeigt, ohne eine Funktion zu bauen. Wäre bei LucasArts auf die Idee gekommen, diese Funktion einzubauen, die sie nachher natürlich auch entfernt haben. Es muss doch irgendeinen Hintergrund haben, warum die das gemacht haben. So, das ist wahrscheinlich unser Fluchtweg für später, oder? Wir flüchten am Ende, wir können ja nicht vorne wieder raus. Das sind ja die guten, unsere guten deutschen Freunde oben. In Anführungsstrichen. Ja, nicht gedacht, dass es einfach aufgeht. Ah, Venedig. Aber wir brauchen ja noch Flüssigkeit. Wenn wir von einem der Gäste irgendwie eine Flasche Wasser bekommen oder so. Die alte Dame sitzt im Restaurant mit ihrer Katze. Ist auch nicht schlecht. Kein extra Pushen und Pullen. Ja, bis es irgendwann nur noch die neuen Adventures, die haben ja alle nur noch Ein-Klick-Steuerung. Ne? Anfangs hatte man noch so diese... Vollgas und Sam & Max Steuerung mit rechter Maustaste, wo man 3 Optionen hatte, reden, benutzen und anschauen. Und später hatte man nur noch rechte und linke Maustaste und irgendwann nur noch einen Mausklick. Ich habe das Spiel geliebt, nur die eine Szene am Ende nicht wirklich. Aber jetzt, wo du vom Ende redest, Jay, ich meine, ich habe es durchgespielt. Ich erinnere mich an die Grafiken vom Ende. Das kann auch sein, dass ich die irgendwo mal gesehen habe. Katze. Warum eine Katze, wenn man einen Hund haben kann? Ja, das sagt er, der nach einem Hund benannt wurde. So viel weiß ich nämlich auch noch. Nur eine nette alte Italienerin. Das kam erst im dritten Teil, glaube ich, raus, ne? Auch in diesem Film erst raus, dass er nach einem Hund benannt wurde, oder? Mit so einem Gespräch mit seinem Vater. Oder war das schon vorher?
Schau an, Fressack. Seine Tischmanieren sind scheußlich, aber sein Appetit phänomenal. Ich suche eine Flasche Wasser oder sowas. Da, eine Weinflasche. Die hätte ich gerne. Schau an, Verliebte. Entweder verliebt oder es ist was Seltsames in Wein. Sean Connery hat's gesagt, ne? Ja. Und bei Atlantis wurde es auch gesagt. Atlantis kam ja aber nach dem Film raus. Das heißt, sie haben es nochmal aufgegriffen. Aber Sophia wusste das, glaube ich, ne? Sophia wusste das mit dem Hund. Die kannten sich ja schon von vorher. Vielleicht sind die beiden so verliebt, dass sie es nicht merken, wenn ich mir die Flasche klaue. Darf ich hier abräumen? Wir sind noch nicht mit diesem edlen Tropfen fertig. Dang it! Ich bin aber persistent. Ich versuch's dreimal. Immer dreimal probieren in Adventures. Sind sie jetzt fertig? Muss man sich nicht als Kellner verkleiden? Ist das ein Spoiler? Weiß ich nicht so genau. Aber es könnte, vielleicht war das im Film so, ich weiß es gar nicht. Aber es ist eine gute Idee, Masaki. Aber die Idee von Alex gefällt mir noch besser. Benutze Peitsche mit Weinflasche. Dafür trage ich keine Peitsche. Aber der Bildschirm geht, glaube ich, nicht weiter nach hier. Nee. Keine Spoiler, nur eine Idee, die im Kopf gerade immer herrscht. Ja, ist eine gute Idee sogar. Das ist sogar eine richtig gute Idee. Vielleicht muss ich irgendwie noch was mit den Verliebten machen. Seine Augen sind auf das Mädchen gerichtet und sein Buch steht auf dem Kopf. Welches Mädchen? Eigentlich schaut er zu der Katze. Oder zu, ja doch, der schaut auf die Katze. Wenn ich seinen Blick in die Richtung verfolge. Indiana Jones braucht eine Brille. Ich kann mich auch irgendwie an Harrison Ford in einem weißen Anzug erinnern. Einen weißen Anzug trägt er, glaube ich, auch in der Universität. Sie sieht ziemlich gelangweilt aus. Er kann sich nicht entscheiden, Lasagne oder Tortellini? Ah, komm, wenn in Rom, wenn in Venedig, beides. Das ist jetzt nicht so klug, was du da machst, Indiana Jones. Nicht von vornherein. Obwohl, der Brunnen ist gut. Haben wir irgendwas, um Wasser aus dem Brunnen mitzunehmen? Ich könnte höchstens die Kordel ein bisschen einweichen. Ich weiß nicht, wie saugfähig diese Kordel ist. Das klappt so nicht. Benutze Peitsche mit allem. Aber weißt du was? Ich kann mir schon mal erinnern, welche Denkmasse kommt. Jetzt alle zusammen. Dafür trage ich keine Peitsche. Also rein sollte ich nicht. Weil ich glaube, wenn ich reingehe, sterbe ich. Ich glaube, ich gehe noch mal in die Katakomben. Oder? Moment. Was ist denn hier? Hört sich aufwendig. Die hätten sie nicht machen müssen, diese Brücke hier. Das musste nicht hier unbedingt hier rüber scrollen, weil ich glaube, hier ist nichts zu entdecken. Ist einfach nur Flavor. Ja, wenn ich ein Behältnis hätte, in dem ich ein bisschen Wasser mitnehmen könnte, dann könnte ich eventuell an die Fackel in der Katakombe kommen. Aber ich gehe nochmal zurück in die Katakomben. Vielleicht, oder nicht nur vielleicht, ich gehe fast davon aus, dass ich noch einen Raum übersehen habe. Nur noch ein Eimerchen oder sowas finden. Also Flüssigkeit weiß ich eventuell schon mal, wo ich sie herbekomme hier. Wie der Hut hinterher flog. Das sind die Details. So, hier geht's ja zum Grab. Ich glaube, in die Kirche kommt man auch nicht mehr. Glaube ich auch nicht.
Ich glaube, er würde vielleicht wahrscheinlich auch von vornherein sagen, dass er nicht mehr rein möchte, weil die umstellt ist oder so. Ich glaube, ich habe hier noch was übersehen. Oben links war ich, glaube ich, noch nicht so richtig. Speichern, falls man hier sterben kann. Kanalisation. Du hast dort sowieso was vergessen. Du meinst wahrscheinlich in der Kanalisation, ne? Ja. Ich glaube nämlich auch. Warte mal, hier. Ist hier noch ein Raum? Nee, das komme ich jetzt auf den gleichen Weg wie eben. Ach, in der Kirche habe ich was vergessen. Ja. Ja, ich habe mich da gar nicht so viel umgeschaut, weil ich direkt den richtigen Raum gefunden habe, tatsächlich, ne? Fatal wäre es jetzt nur, wenn ich dort was finde, was ich brauche. Ich könnte natürlich versuchen, nochmal wieder reinzugehen. Ich habe die Frau vergessen. Ah, Dr. Schneider! Wir haben nicht Bescheid gesagt, wo wir hingegangen sind. So, hier ist die Fackel, genau. Kurz nochmal. Vielleicht muss ich hier drücken und nicht ziehen. Nee. Ich habe gedrückt und nicht gezogen, Dr. Jones. So, eindeutig drücke ich die Fackel. Wer will ziehen? Idiot. Eine Gardinenpredigt nennt man sowas, ne? Woher kommt der Begriff Gardinenpredigt eigentlich auch? Eine Gardinenpredigt ist doch etwas, was man sich zu Hause anhören muss. Heißt das, die Person, die einem die Gardinenpredigt hält, steht zu Hause vor den Gardinen? Und das daher? Weil, ne, in der Kirche gibt es keine Gardinen, aber das nächste Sakrale, was es zu Hause gibt, sind die Gardinen. Moment, jetzt komme ich wieder in den Raum. Moment, hier habe ich den Haken gefunden. Das ist nicht richtig. Da will ich nicht nochmal hin. Scheideweg hier. Ich glaube, hier unten war eine Sackgasse, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Hier. Nee, hier geht es zurück zum. Da geht es zu dem Hakenraum. Und hier ist die Sackgasse, genau. Aber hier ist noch was. Dann sollte ich mal schauen. Wahrscheinlich nur eine andere Sackgasse, aber... Ah, Spasaki hat recherchiert. Früher hingen in vielen Schlafzimmern Vorhänge von den Betten, also Gardinen. Ist dann abends der Ehemann zu spät aus der Kneipe heimgekommen, während seine Frau schon im Bett lag, dann hat sie manchmal mit ihm geschimpft und ihm eine Predigt gehalten. Und weil sie dabei hinter dem Gardinen hervorschaute, handelt es sich um eine sprichwörtliche Gardinenpredigt. Ist ja die richtige Recherche für den Weltfrauentag. Aber sowas dachte ich mir. So, hier wollte ich schauen, aber es ist anscheinend nur eine Sackgasse hier unten. Aber du hast das gleiche gefunden, Jay? Doppelt verifiziert. Ja, aber hier ist auch eine Sackgasse. Gibt es keinen anderen Raum mehr hier? Ich glaube nicht. Auf Geo. Lieber nicht. Da wartet noch die Wache auf mich. Ja, die Wache. Georgien. Georgien ist die Kategorie bei Trivial Pursuit, ne? Ja. Oh, Emma, kurz das Was ist, was bin ich, Feld hier benutzen. Ich glaube auch nicht, dass ich was übersehen habe. Ich versuche jetzt nochmal in die Kirche zu gehen. Vielleicht kann ich mich ja von hinten anschleichen und irgendwo ein Gefäß klauen, wo ich ein bisschen Wasser reintun kann. Ne, da geht's zu der... Ich geh nochmal oben rum. Indy, oben rum. Kann ich dich eigentlich mit den Pfeiltasten steuern? Nein. War ich ganz oben rechts schon? Ich schau nochmal hier lang. Sackgasse. Da haben wir den Salat und gleich ist er verhungert.
Man muss ja auch wissen, wo die ganzen Skelette hierher kommen. Die müssen ja alle mal verhungert sein hier unten. Nee, ich glaube nicht, dass hier noch ein Raum ist. Also nächster Schritt wäre jetzt nochmal zu versuchen, irgendwie in die Kirche, zur Kirche zu kommen. Gucken, ob ich dort irgendwo noch dran komme. Aber ich gehe mal fast davon aus, dass er mich das nicht lässt. Diese Platte hier. Die sagte, er kann sie mit den Fingern nicht greifen. Das müsste doch eigentlich super mit, dem Haken funktionieren. Kriegst sie nicht richtig in die Finger. Dann lass dir längere Fingernägel wachsen, Mensch. Du bist doch ein... bist doch ein alter, erfahrener Abenteurer. Platte wegpeitschen, genau. Moment. Dafür trage ich keine Peitsche. Ich kann die Peitsche nicht damit benutzen. Habe ich es versucht schon mit dem kleinen Schlüssel vielleicht? Alex möchte gerne ausgepeitscht werden. Also ich benutze nochmal den kleinen Schlüssel. Vielleicht kann ich das irgendwie benutzen. Das klappt so nicht. Das meiste erinnere ich mich, aber bei allem kann ich leider nicht helfen, zum Beispiel im Schloss. Ich hoffe ja auch, dass ich ein bisschen selber weiterkomme. Und dieses Rätseln, Jay, das gehört ja jetzt auch ein bisschen dazu hier. Sehe ich irgendwas noch zu finden hier? Gefällt dir nicht so das ausgepeitscht werden? Jedem das seine, ne? Tritt vor die Platte. Schalte ein und schalte aus. Diese Platte muss jetzt raus. Dann gehen wir doch jetzt mal raus. Moment mal. Ich habe was gefunden. Ein Holzstöpsel. Aha. Ab jetzt wird geangelt. Dafür haben wir nicht mit der Peitsche. Benutze rote Kordel mit Haken. Das klappt nicht. Ja, wie soll ich denn sonst den roten Stöpsel hier rausbekommen? Das Schloss ist mit Abstand der schwerste Moment in dem Game. So leicht nicht. Ist da noch was anderes? Wasser? Das Wasser kann ich natürlich auch gut gebrauchen hier unten. Das heißt, ich bräuchte nicht mal oben eventuell zum Brunnen, um Wasser zu holen. Wasser. Ja, was ist denn eigentlich Wasser? Wie gut hast du in Chemie aufgepasst, Dr. Jones? Wasser. Ich hasse Wasser. Da könnten Wasserschlangen drin sein. Ich glaube nicht, dass er den Haken alleine nimmt. Dann wäre der Haken ja weg. Alex, was hältst du davon, wenn wir die Peitsche benutzen? Dafür trage ich keine Peitsche. H2O-Kopf. Fabelhafte Idee, fand ich auch. Und die ist gar nicht mal so doof gewesen. Ich habe auch schon versucht, den Haken... Aber der Haken ist doch für den Stöpsel. Der kann mir doch nichts erzählen. Dann fehlt uns noch was. Ist ein Doktor für Peitschen, ne? Er hat seine Doktorarbeit über Peitschen geschrieben. Peitschologie. Beschaffenheit. Lautstärke. So. Also, hier kommen wir nicht weiter. Auch nicht mit Anlauf. Schau an das Gitter. Nichts Besonderes. Die gute alte Peitschologie. Ja. Ja, wenn du nicht Psychologie studieren kannst, weil der NC nicht reicht, dann weißt du auf Peitschologie aus. Kommt man besser in den Studiengang rein.
sind vielleicht jetzt die Verliebten fertig? Und wir sind noch nicht mit diesem edlen Tropfen fertig. Ja, dann ja, Gas geben. Benutze Weinflasche mit Verliebter. Wollt ihm was einschenken? Soll ich ihr vielleicht was eingießen? Das klappt auch nicht, okay. Hat denn er noch was auf dem Tisch stehen? Wir nehmen, wir klauen die Katze. Dein Cameo hinten links. Hinten links, hinten links, hinten links. Indy ist Peitschologe mit Summa Cum Laude. Ah, das irgendwie habe ich das Gefühl, da ist noch mehr Wortspiel drin. Bei der Peitschologie. Wo ist dein Cameo? Soll ich irgendwo einen Hasen finden oder? Oder meinst du den hier? Das darf ich nicht, weil, also wenn du dich damit meinst, nein. Nein, nein, nein. Kann ich den Gullideckel noch mitnehmen? Nee. Jupp. Kaiser meint die Oma. Ich dachte, die Katze vielleicht noch. Wir wollten ja eigentlich, nochmal versuchen, in die Kirche zu kommen. Verhaftet alle Gullideckel. Ist gefährlich, da kann doch jemand reinfallen. Es wird nie gut gehen. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Hey, Miep. Miep hat geradet. Ja, sehr schön. Das heißt, ihr habt gerade fertig gespielt auch. Ich hoffe, ihr habt noch viel Spaß gehabt bei euch. Ich hab gedacht, ihr macht die ganze Nacht durch. Danke für den Raid. Und hallo, Mietz. Grüß dich. Weil die Miep hat gerade, ist abgeschlossen. Wahrscheinlich konnte Elsa sie nicht länger offen halten. Verdammt. Ja, und hallo, Miep. Ich hab grad voll Spaß bei dem Spiel. Es ist so toll, das mal wieder zu spielen. Und wie man hört, wenn man genau hinhört, hört man auch die tolle Musik im Hintergrund. Du bist gleich da, musst noch was essen machen. Kannst dich mit Kaiserlein zusammentun. Ich habe das gerade Gefühl gehabt, er würde auch gerade essen. Keine Alerts heute. Ich glaube, die sind kaputt. Ich habe irgendwie Probleme mit Streamlabs, wo die Alerts normalerweise herkommen. Die werde ich alle nochmal überarbeiten mit dem anderen, mit Touchportal, dass die wieder funktionieren. Fürs nächste Mal. Habe viel vor fürs nächste Mal. Also ich darf nicht nochmal in die Kirche zurück. Die ist abgeschlossen. Die Kirche ist zu. Ja, das funktioniert. Skull. Das geht aber auch über ein anderes, über anderes System. Scarfy. Nee, Masaki war das. Jetzt bin ich davon ausgegangen, dass Scarfy das Skull gemacht hat. Weil Scarfy normalerweise daran denkt, dass ich was trinken muss. Aber Masaki, vielen Dank. Die Oma mit der Katze bist du. Ja, der Kaiserlein hat sich gerade hier schon als Schlemmermäulchen geoutet. Was ist passiert im Spiel? Wir haben unser Vater wurde entführt von Indiana Jones und der ist ein Experte für den Heiligen Gral gewesen, für die Suche nach dem Heiligen Gral. Der ist verschwunden und wir sind von einem Typen beauftragt worden, ihn zu finden. Und sind dann in seine Wohnung gegangen, die durchsucht wurde. Und die Einbrecher haben wohl dort das Tagebuch gesucht, das wir jetzt aber von ihm zugeschickt bekommen haben. Und die Spur führte nach Venedig, wo wir gerade sind. Und wir haben in Venedig in der Bibliothek, wohin die Spur uns des Graal-Tagebuchs führte, haben wir das Grab eines Kreuzritters gefunden, wo der nächste Schritt ist, der uns dahin führt, wo der Heilige Gral eventuell ist. Nee, ich glaube nicht, Nico.
man würde wohl auch für den Film gespoilert werden, einigermaßen. Der folgt der Handlung des Films schon ziemlich. Das Spiel. Aber ist nicht schlimm. Die Gags fehlen ja. Dieser Film basiert ja sehr viel auf der Chemie zwischen Sean Connery und Indiana Jones und Harrison Ford. Das kann das Spiel ja nicht so hundertprozentig abbilden. Und hallo Scarfi, ich dachte gerade schon, du wärst früher da gewesen, weil jemand, du hast dich vorher gemeldet auch, ja. Du hättest dich mit dem Skull gemeldet, aber da war das jemand anders. Nachgespräch beendet, bin nun voll da. Ja, lief doch bestimmt auch super bei euch. Technik hat doch klasse funktioniert. So. Ich werde nicht in dieses Wasser tauchen. Ah, du sparst für den SimCity 2000 Stream. Ich habe die Punkte gerade übrigens wieder hochsetzen müssen, weil ich jetzt gerade 6 Wunschspiele in der Pipeline habe. Die müssen erstmal abgearbeitet werden. Deswegen müsst ihr vielleicht auf den nächsten Sommerschlussverkauf warten, bis die Punkte wieder runtergesetzt werden oder 50.000 Punkte sammeln. Oh ja, braver PC, sehr schön. Und ich muss mir überlegen, also warum das jetzt nicht funktioniert, dass ich mit der roten Kordel also benutze. Erst die Kordel ins Wasser werfen vielleicht? Ich werde nicht in dieses Wasser tauchen. Also benutze nur die Kordel mit Wasser. Das klappt so nicht. Ich muss euch jetzt verlassen. Mein alter, geschundener Körper verlangt nach dem Bett. So lange sitzen ist wahrscheinlich nicht so gut für dich, ne? Schlaf gut, Mietz. Ja, Mipi hat schon 44.000. Und hat gerade erst ein Wunschspiel gehabt. Benutze Haken mit Wasser. Also warum das hier nicht geht? Wir brauchen, also ich kann mal für die Leute, die jetzt neu dazugekommen sind, was wir gerade brauchen ist, es gibt hier in den Katakomben, wo wir uns gerade befinden, 2 Räume, die noch Gegenstände haben, an die ich dran muss. Es ist einmal eine Fackel, die an der Wand festklebt, wo ich Wasser wie hier brauche, um die lose zu machen, weil die hängt im getrockneten Schlamm fest. Und ein anderer Raum hat noch eine Bodenplatte, wo ich sowas bräuchte wie eine Brechstange oder so. Der blöde Indiana Jones hat die Brechstange, die er vorher schon gehabt hatte, nicht mit in die Katakomben genommen. Wie lange man schon zuschaut? Nee. Aber kann ich mal schauen, ob es sowas gibt? Aber wer wird dann die Ungereimtheiten im Drehbuch erklären? Ja, Scarfi. Viel Spaß im Lurk. Jetzt weiß man, wie das ist, so lange zu streamen. Ne? Deswegen sind meine Toilettenpausen, die ich mache, auch immer kurze Bewegungspausen, weil ich auch so nicht 3 oder 4 Stunden am Stück sitzen möchte. Dann muss ich den mal aktivieren, den Befehl. Genau. Oh ja, und Bett ohne Rückenlehne, du Armer. Nee, die Befehle, die stehen ja alle unten in der Beschreibung drin, die bei mir im Augenblick gehen. Also, öffne Platte. Da kriegt er sie nämlich nicht richtig in die Finger. Der Haken natürlich. Klappt nicht. Und ich bräuchte sowas, einen Eimer oder irgendwas, wo ich Wasser einfüllen kann, weil es hier noch den Raum mit der Fackel gibt. Habe ich eigentlich schon, Alex, habe ich schon die Fackel ausgepeitscht? Das ist doch eigentlich ideal. Hier ist die vorhin, genau. Benutze... Aber wir können gleich nochmal alle im Kanon sagen, was jetzt gleich kommt. Dafür trage ich keine Peitsche. Ja, mach's gut, Broker. Bis zum nächsten Mal. Und nochmal große Props an dich, dass du dran gedacht hast, die Flüssigkeit in dem Büro zu benutzen. Das war dein. Du bist heute der MVP gewesen.
The most valuable person. Bisher. So, hier ist nämlich ein die klemmt im getrockneten Schlamm. Genau, ich kann sie nicht aus dem trockenen Schlamm ziehen. Ich dachte, es wäre vielleicht ein anderer Ausgang hier. Oh. Habe ich alles gesehen hier in den Katakomben? Habe ich alles gesehen? Ja, und mit mir, Kaltlein, dann musst du Spoiler-Stream schauen. Das ist die Originalmusik von der FM Towns-Version hier, die wir hören. Most useless Peitsche. Habe ich noch einen Raum übersehen? Ich glaube, ich bin noch alles richtig abgegangen hier, oder? Ich meine, ich bin ja dafür bekannt, dass ich das nicht systematisch mache, aber jetzt komme ich wieder in den... Hier war der Hakenraum. Ist hier vielleicht noch was, ich hier übersehen habe? Da sieht so aus, als ob hier noch ein Kruzifix hängt. Ja, Kruzifix. Hm. Hm. Nichts zu finden, nichts zu finden. Könnt ihr nicht so einen Schädel mitnehmen? So einen Schädel mitnehmen und da Wasser reinfüllen. Weißt du, Miep, was ich hier brauche? Ich brauche ein bisschen Wachs. Ich brauche Wachs und ich brauche einen Schädel. Mit dem Wachs stopfe ich die Löcher in den Augen aus und dann habe ich ein Gefäß, wo ich das Wasser reintun kann. Mit dem Wasser mache ich dann die Fackel los. So einfach ist das. Haben die bei LucasArts keine Leute, die gute Rätsel schreiben können? Anfängerfirma. Moment, Moment. Hier unten war die Sackgasse, ne? So einfach. Wie war das? Oh Mann, ich bin so gut. Wenn ich die Rätsel geschrieben hätte. LucasArts geht eh unter. Ich glaube, die machen danach keine Adventures mehr. Das ist das Letzte, was sie gemacht haben hier. Hier war der Eingang. Hier bin ich von oben aus der Bibliothek gesprungen. Wobei du den Schädel nur umdrehen musst. Solange der Deckel intakt ist, kann man auch so benutzen. Ja, man, da kann, bis zum gewissen Füllmenge geht das wohl, ne? Nee, ich kann mich nicht mehr daran erinnern an die Lösung. Es ist 30 Jahre her. Über 30 Jahre, glaube ich. Das Spiel ist von 89. Ich glaube, so 89, 90 habe ich meinem Bruder beim Amiga-Spielen zugeschaut und ich hatte irgendwann die Bestseller-Games-Version auch mal gespielt. Aber ich kann mich an nichts mehr erinnern. Vermutlich, weil ich die Bestseller-Games-Version damals mit Komplettlösung gespielt habe. Nee. Muss ich vielleicht doch irgendwie... Da sind ja so ein paar rote Augen. Vielleicht muss ich ja irgendwie die Person finden, die diese rote Augen hat. Ah, hier, gleich habe ich dich. Komm her. Krieg dich. Nee. Aber nie die FM Towns-Version, nee. Die hat auch viel mehr Farben als die DOS-Version. Und auch als die Amiga-Version. Jetzt sind wir wieder hier. Vielleicht muss ich ja erst ins Grab. Muss ich vielleicht erst ins... Nico, du kennst dich noch ein bisschen besser aus. Wir haben nämlich am Anfang schon mal ein bisschen über FM Towns gesprochen. Ich habe gesagt, FM Towns-Version sind ja... Rechner in Japan gewesen, die auf einer allgemeinen Architektur basierten, also auf einer normalisierten Architektur, wo alle Rechner, wie jetzt so ungefähr beim Mac, auch gleichgeschaltet sind von der Leistungsfähigkeit und deswegen konnten Spiele auf dieses High-End-System gut optimiert werden, weil die Entwickler genau wussten, worauf sie sich einlassen bei der Optimierung. Habe ich das einigermaßen richtig erklärt? Krass für ihre Zeit. Ja, vor allen Dingen, ich glaube, die hatten schon CD-ROM-Laufwerke, ne? Weil das ja hier CD-ROM-Musik ist, CD-digitale Musik ist. Also war jetzt ein bisschen mit Halbwissen, ein bisschen mit Wissen, was ich da erzählt habe. Bin jetzt nicht so der super Hardware-Experte. Da
ist die Fackel, 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 Fackel. Okay, okay. Peitsche habe ich hier versucht. Habe ich den Haken schon? Ja, natürlich habe ich den Haken hier schon versucht. War bestimmt das Erste, was ich versucht habe hier. Das klappt nämlich so nicht. Ich glaube, der hofft der Scuffy. Guckt gerade jetzt hin, wie ich hier schön systematisch den Bildschirm absuche. Dann ist er bestimmt stolz auf mich. Ah, Tunnel. Sehe einen 15-Minuten-Counter kommen. Ja, ich muss mal kurz auf die Uhr schauen. In 5 Minuten mache ich den Hin-Counter an. Um halb. Danke, danke, danke. Also ich kann ja definitiv oben wieder hoch zu dem Restaurant. Und ich... Das mit der Weinflasche, das kommt mir so ein bisschen verdächtig vor. Dass die Verliebten die Weinflasche nicht abgeben müssen. Ich glaube, hier oben laufe ich gerade mit dem Kopf vor die Wand. Ich gehe noch einmal kurz zum Gitter. Das ist ja eh dort. Das Fatale wäre jetzt wirklich nur, wenn ich was übersehen habe hier unten. Ich habe ja immer den... Unten noch den Raum. Irgendwo war der Raum ja noch mit dem Wasser. Ja, ja, genau, das mit den PCs. So, gibt es hier noch irgendwas zum Entdecken? Kann ich irgendwas vielleicht hier den Haken dran machen? Nee. Gitter. Ja, es wäre auch super geschickt jetzt hier, ne? Benutze Haken mit Gitter. Das klappt aber nicht. Benutze Kordel. Binde der Kordel hier dran, um das Gitter wegzubekommen. Es kann ja auch sein, dass es einen zweiten Eingang gibt, von der anderen Seite. Das ist der Weg durch das Wasser, wo dann erst das Wasser ablassen müssen. Aber ich merke gerade, das Spiel hat eine Inkonsistenz. Wir haben das Wasser, oder? Ne, wir haben das Spiel begonnen, da ist er gerade nass gewesen. Das heißt, er war im Wasser vor dem Spiel. Und jetzt hat er irgendwie keine Lust mehr, ins Wasser zu gehen. Das macht er nur, um das Spiel schwerer zu machen. Peitschen. Peitschen. Es wird gepeitscht, weil Dr. Jones hat einen Doktor in Peitschologie. Was wir gerade schon festgestellt haben. Dafür trage ich aber keine Peitsche. Jetzt wird er schon langsam kinky. Wofür benutzt du denn eine Peitsche normalerweise? Komm nicht dran. Kordel vielleicht lang genug? Komm nicht dran. Das sind die Katakomben von Venedig. Wir sind unter der Bibliothek von Venedig. Ich gehe nochmal raus. Ah, Venedig. So, was ich mir verdächtig mir vorkommt hier. In dem Restaurant haben die beiden hier eine Weinflasche stehen. Wenn ich versuche, sie zu nehmen und er sich so als Kellner ausgibt, sagen die beiden, nee, nee. Wir sind noch nicht fertig mit diesem edlen Tropfen. Masake hat ja auch die glorreiche Idee, sich als Kellner zu verkleiden, aber ich sehe hier keine Möglichkeit, irgendwie ins Etablissement zu kommen. Hier gibt es noch den, den Fresssack. Sagen wir, wie es ist. Die Frau mit der Katze. Eine nette alte Italienerin. Und... den Spanner hier oben. Seine Augen sind... Ah, Moment. Nee, ich kann nicht ins Lokal. Das scrollt nicht weiter. Ich klick, 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 klick. Klick mich gerade wie doof hier. Der wirklich so edel. Ich habe gerade überlegt, wenn ich irgendwie den
den Ehemann darauf aufmerksam machen könnte, dass er, ich glaube nämlich, das Spiel sagte mir, er wird dieses Mädchen beobachten. Wenn er das irgendwie mitbekommt und ich da irgendwie so einen Streit entfachen kann, dann würde ich an die Weinflasche kommen. Aber wie würde ich das anstellen? Der allgemeine Peitschologe würde natürlich jetzt seine Peitsche benutzen. Nutze Peitsche mit. Weinflasche haben wir schon. Nein. Weil hier steht nämlich, wenn ich in mir anschaue, seine Augen sind auf das Mädchen gerichtet und sein Buch steht auf dem Kopf. kann ich ihm... Ich kann auch jemandem was geben. Tausch mir die Bücher aus. Nee. Kann ich eigentlich schon mal den Haken an den Gulli anbringen? Als Fluchtweg? Spiel für später? Ah nee, dafür trage ich ja keine Peitsche. Die wollte ich gar nicht benutzen. Ich wollte eigentlich... den... Okay, wir machen jetzt mal den Countdown an. Noch eine Viertelstunde fürs. Das motiviert mich. Das motiviert mich jetzt. Aber es sieht wirklich so aus, als ob man hier rein kann. Aber es geht nicht. Was auf der anderen Seite noch ist, ist ein Brunnen, der mir aber so nichts bringt, oder? Solange ich kein Behältnis habe. Oder hängt der Brunnen unten mit dem Wasser zusammen, der in den Katakomben ist. Das könnte natürlich sein. Nee. Ja, genau. Ich muss bei mir aber auch mal gerade mal das Fenster hochmachen, damit ich den Timer auch sehe. Weil den sehe ich ja nur in OBS. So, jetzt sehe ich ihn. Also ich habe gerade gedacht, ob irgendwie dieses Wasser zusammenhängt mit dem Wasser, was wir unten in den Katakomben gesehen haben. Ob wir dann irgendwie auch diesen Brunnen irgendwann trockenlegen können. Aber ganz einfach, wir schalten den Brunnen einfach aus. Das klappt aber nicht. Gibt es mehrere Lösungswege, weil das fände ich echt super für so ein frühes Spiel. Das ist ein gelangweiltes Paar. Er kann sich nicht entscheiden, was er bestellen möchte. Nochmal das Baby an. Wie heißen die nochmal? Putten heißen die, ne? Diese kleinen kindlichen Engel. Putten. Also tatsächlich so einen kleinen Murray in der Hand. Kann man das irgendwie aktivieren? Nein. Ah, Venedig. Da kennt sich noch jemand auch. Hallo. Von Historien. Vorne Storien. Muss ich mal kurz gucken, wenn jemand Neues da ist, wie ich den Namen am besten aussprechen kann. Wonne. Wenn der Counter vorher erlaubt, wirst du dir in den Hintern beißen. Ich glaube auch. Wir sind gerade bei in den Katakomben und ich habe noch 12 Minuten Zeit, hier weiterzukommen, ohne Hint. Noch ist der Hint-Counter auf 0. Ach, ich gehe nochmal zum Wasser, glaube ich. Da muss doch irgendwas zu machen sein. Klar, die Indie-Filme kenne ich seit den 80ern, ja. Da bist du hier auch an der richtigen Adresse. Die Filme. An Spiel kann ich mich nicht... Da ist das Wasser. An Spiel kann ich mich jetzt nicht erinnern, weil ich spiele hier spoilerfrei. Und ich frage nur nach Hints konkret, wenn oben der Timer abgelaufen ist. Dann bekomme ich einen Hint. Sonst versuche ich da jetzt selber drauf zu kommen. Oder wenn du das Spiel gar nicht kennst, aber wenn du die Filme gut kennst, dann kennst du das Spiel wahrscheinlich auch. Elsa Schneider, die haben wir leider schon hinter uns gelassen erstmal. So. Hier ist nämlich der Holzstöpsel und er wird nicht in dieses Wasser tauchen, der Blödmann. Was ist denn das für ein Held? Moment mal, kann ich vielleicht in der Katakombe... Wenn ich mir das Gral-Tagebuch an bestimmten Stellen anschaue,
Dann gibt er mir noch Hinweise, ne? Ja. Bei mir ist es auch über 30 Jahre bestimmt her, dass ich das gespielt habe. Ich erinnere mich an gar nichts mehr. Fate of Atlantis haben wir ja auch schon gespielt im Kanal. Es war ein bisschen leichter, Fate of Atlantis. Aber ich habe auch Zack McCracken gespielt und das geht ja noch eher in diese Richtung. Es hat noch viel von der Zack McCracken-DNA hier. Ich habe gerade überlegt, wenn ich hier in der Kanalisation bin, dann der Stelle jetzt... Kann die Peitsche angeln? Du weißt ja was, Miriam, ich habe das schon versucht. Aber ich mag die Denkweise auch. Und wann werden die Indie-Action-Games gezockt? Na, wenn der Nintendo-Daumen das zulässt. Teamweg war mir am liebsten. Mir auch. Aber den Teamweg, das habe ich gedacht, den habe ich damals gespielt, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe. Dann haben wir hier auf dem Kanal, habe ich gedacht, ja, spiel mal den Puzzleweg, damit wir ein bisschen mehr zu tun haben. Hab's aber bereut am Ende. So, ich wollte hier nochmal, weil der Teamweg war doch der schönste. Hier nochmal ins Skral-Tagebuch schauen. Dang it. Habt ihr gesehen, was ich gesehen habe? Hotspots-Alarm! Hier! Okay, wir haben ein altes, verrostetes Schloss. Was, er kommt nicht dran? Was ist das denn für ein Quatsch? Du kommst locker mit deinen Händen da durch. Peitsche it open. Benutze Peitsche mit. Ich komm nicht dran. Brauche ich den Haken dafür? Hätten sie besser Fate of Atlantis zum Film gemacht. Ja, allerdings finde ich es auch schön, dass es diese Geschichte auch nur als Spiel gibt. Meine, über den vierten Film haben wir schon häufig gesprochen, ob es den gibt oder nicht gibt. Also, benutze. Ja, hier ist noch richtiges Pixel-Hunting in dem Spiel. Nicht die Peitsche, benutze Haken mit Schloss. Komm nicht dran, das gibt's doch nicht. Indiana Jones, die Kaisergruft, gibt es für, gerade gab es vor einem Monat im Game Pass. Das könnten wir mal spielen, das habe ich sogar mal angefangen, das habe ich installiert. Ist gar nicht so schlecht. Wir versuchen einfach Schlüssel, ist bestimmt das gleiche Schloss. Was ist denn das für ein Quatsch? Komm, das ist von der anderen Seite. Okay. Aber anschauen müsste doch drin sein, Indiana Jones. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht, ich bin enttäuscht. Tatsächlich fand ich Teil 4 von Flugtagebrick gar nicht so bad. Den habe ich gar nicht gesehen mehr. Ich muss mich mal auf meine Aufgabe konzentrieren. Dieses Schloss. Kann ich das einfach nur drücken? Ne, kommt anscheinend echt nicht dran. Ja, so viel dazu. Ich bin noch im Deponia-Modus. Ich drücke gerade dauernd die Leertaste, um Hotspots zu finden. Das ist schon Verzweiflungstat. Gott. Gitter. Ich vermute mal wirklich, wir müssen von der anderen Seite ran und dann kommen wir auch an das Schloss dran. Okay. Ja, ich wollte nochmal in die anderen Räume gehen und vielleicht nochmal ins Tagebuch schauen, ob ich was finde. Ich habe die drei Filme sogar im Kino gesehen, die drei Fluch der Karibik-Filme. So, jetzt schauen wir hier nochmal ins Tagebuch. Nichts, was weiterhelfen könnte. Ja, Pixel Hunting, ne? Meint ihr auch.
Das kriegen aber einige Miep von der Impfung. Das ist, glaube ich, nicht selten, aber gute Besserung. Es kann unangenehm werden, ja. Meine Schwägerin, die arbeitet auch im Krankenhaus, die hat ein bisschen auch Fieber bekommen. Solange der Scarfi nicht da ist, mache ich keine. Moment mal, Platte? Bei großen Hitbox hier die Platte. Ja, ja, ich hatte bei der Grippeimpfung, ich hatte mich im letzten Winter nochmal per Grippeimpfung machen lassen und da habe ich nur ein bisschen Druckschmerz gehabt, aber es war nicht so schlimm. Mein Vater hat das gut überstanden, der wurde auch schon geimpft. Ich weiß nicht, welchen Impfstoff er hatte, aber er hat es ganz gut vertragen. Der hat bald seine zweite Impfung. Weiß gar nicht, wann jetzt ist, noch nicht. Ja, ja, genau, Alex. 5 Minuten. Na, immerhin habe ich das Schloss gefunden. Diese Wege sind so lang hier. Wisst ihr was? Wir müssen mal ein bisschen kreativ denken. Ich spuck einfach hier drauf. Ich spuck ein bisschen auf den trockenen Schlamm und dann löst er sich. Also, wo ist denn der Befehl für Spucken hier? Nee, gibt's nicht. Komisch. Das wird ein witziger Hint. Ich bin ja gespannt auf den. Ich hoffe, ihr sprecht euch ab für einen guten Hint. Ja, hast du das Skelett übrigens gesehen? Ich gehe nochmal zurück in den anderen Raum. Das schönste Skelett hier, das wird dir auch gefallen, ist hier. Guck dir mal das Skelett hier vorne links, hier vorne rechts an. Das sieht super aus, ne? Mit dem Licht und wie detailliert das aussieht. Das ist richtig gut. Ja, das ist auch völlig untypisch, finden. Das sieht so hyperrealistisch aus. Das passt schon fast gar nicht mehr zum Rest, aber sieht super gut aus. Ich bin gespannt auf den Hint, aber ich sollte was mir Mut antrinken, ein bisschen hydrieren. Hey, guck mal, ich habe genug Wasser hier. Der erfahrene Peitschologe nimmt immer normalerweise eine Flasche Wascher mit auf seine Katakombentour. Aber Herr Dr. Jones, der nicht mal die Füße nass machen möchte. Sie ist in einem Haufen trockenen Schlamms. Obwohl, vielleicht bleibe ich auch hier und erzähle dir meine Lebensgeschichte. Ja, sehr schön, Scarfi. Du hast ganz großes Pixel-Hunting von mir verpasst. Wenn jetzt, wo Scarfi wieder da ist, muss ich wieder anders Pixel-Hunting machen. Moment. Immerhin das Schloss gefunden. Ist hier vielleicht noch was? Eine Planke in der Tür, die ich benutzen kann, um... Ja, bisher... Ja, doch, der hat mir... Ja, es war Zufall, dass ich das gefunden habe, das Schloss. Ist auch keine Schande, sich hierhin hinzuholen in dem Spiel. Wo glaube ich denn, wo es weitergeht? Ich glaube ja, ehrlich gesagt, da, wo es weitergeht, ist der Raum mit dem Stöpsel. Ich glaube nämlich, durch den Raum muss ich durch, um irgendwie von der anderen Seite zum Grab zu kommen. Oder hier. Sag mal, habe ich mich einfach mal auf die Platte draufgestellt? Gucken, was passiert. Bleib mal stehen. Ein Stückchen. Gehe zu Platte. Ja. Passiert nichts. Schalte Platte ein. Klappt nicht. Ich schaue sie mir mal an. Ich will den Hint nicht direkt. Das wäre sehr schön, wenn das so ein subtiler Hint ist. Die mag ich am liebsten. Die mir nicht direkt sagen,
was ich machen muss. Dass ich noch ein bisschen rätseln kann. Genau, Rätselform wäre mir lieber. Ich weiß nicht, ob ihr euch absprechen könnt, Jay und Kaiserlein, über Flüstern oder so. Weil ich glaube, ihr beide kennt das Spiel ja. Hier, glaube ich, geht's weiter, weil hier ist der Stöpsel, ne? Jetzt machen wir hier nochmal Pixel-Hunting. Oh, Moment mal, Moment mal! Kann ich mich nicht hier oben irgendwo mit der Peitsche rüberschwingen? Oh ne, geht ja gar nicht. Aber hier unten ist ein Tunnel. Du hast einen abgegebenen Tipp, okay. Altes Buch drauflegen. Auf die Platte, meinst du? 30 Sekunden. Bin mal gespannt, ob der Soundeffekt funktioniert. Das ist auch mal ein First. Gucken, ob der Soundeffekt auch kommt nach 15 Minuten. Ich dachte gerade, ich könnte mich hier drüber schwingen. Aber hier unten ist ein Tunnel. Holzstöpseln. Holzstöpsel? Ja, natürlich habe ich das schon probiert. Aber der Sound funktioniert. Immerhin. Das war das, da war das Hint-Signal. Ja, hint me. Benutze Peitsche nochmal mit Holzstöpsel. Aber dafür trage ich keine Peitsche. So, jetzt bin ich mal gespannt, was Kaiserlein hier... Jetzt ziehe ich Kaiserlein zur Rate und setze schon mal den Hint-Counter hoch. Eine Flasche Hints, bitte. Genau. Ich glaube, hier geht's weiter. Und ich mache mal meine Erdnuss auf. Ich habe noch keine Erdnuss gegessen heute. Hört ihr dies? Erdnuss-ASMR machen wir jetzt. Ich habe ja hier Erdnüsse, die ich noch selber knacken muss. Mache ich einmal vor dem Mikro für euch. Moment. Knurps, knurps. Klingt mehr nach Blättern. Okay. Obwohl Bücher umblättern ist ja auch wahrscheinlich ein Geräusch. Aber ich liebe diese Erdnüsse auch. Das ist so, das sind so Snacks, für die muss man arbeiten noch. So wie ähnlich wie Pistazien oder so. Pistazien, da isst man ja auch dann immer. Da hat man immer nachher so schmerzhafte Finger von. Wenn man die selber aufmacht. Am besten noch blutig knibbeln die Finger und dann das Salz von den Pistazien geht dann in die blutigen Wunden rein. So, jetzt gucke ich mir gleich mal den Hint an. Extra ein bisschen mich abgelenkt. Okay. Manchmal sollte man vielleicht einen genauen Blick auf Dinge werfen. Ich habe da so ein Bauchgefühl, was es sein könnte, wenn das gefragt ist. Bauchgefühl? Mitraten, wenn du das Spiel nicht kennst, kannst du gerne mitraten von der Story. Aber wie nenne ich dich denn? Kannst du mir mal sagen, wie ich dich am besten nennen kann? Ich weiß nicht, wie ich deinen Namen aussprechen soll. Aber wenn du das Spiel nicht kennst, darfst du gerne mitraten. Also, ich sollte mir die Dinge genau anschauen. Schaue ich mir mal genau den Holzstöpsel an. Sieht aus wie ein großer Holzstöpsel. Das hilft ungemein weiter. Genau, würde ich auch sagen. Alles nochmal genau anschauen. Holz, Holz, Holz. Was greift Holz an? Holzwürmer. Wir müssen eine Runde Sime the Sorcerer spielen und holen uns die Holzwürmer aus dem Spiel. So, Moment, hier vielleicht nochmal. Habe ich mir hier schon alles angeschaut? Ich glaube nicht. Moment. Wenn ich hier ein Rohr irgendwo entfernen kann, das würde mir vielleicht helfen. Es würde mir helfen, die Platte zu entfernen. Zeig mir ein Rohr. Holzwürmer reden zu viel, ja. Und die Holzwürmer bei Sime fand ich gut. Das waren meine Lieblingscharaktere fast. Der Holzwürmer bei Sime the Sorcerer.
muss auch aufpassen, ich gucke immer nur auf den Mauszeiger, aber das ist ja kein Spiel, wo die Beschreibung des Gegenstands neben dem Mauszeiger steht. Hier steht die ja immer nur unten in der Befehlszeile. Da muss man ja auch dran denken. Deswegen habe ich auch fast gerade das Schloss übersehen hier, ne? Das, was ich ja neu gefunden habe im großen Pixel-Hunting-Abenteuer, war ja hier das alte verrostete Schloss. Hoffe, der Hint war nicht zu kryptisch. Ich muss mir deinen Hint nochmal genau anschauen. Manchmal, aber nur manchmal, hat der Peter auch mal einen Hint verdient. Manchmal sollte man vielleicht einen genauen Blick auf wichtige Dinge werfen. Auf wichtige Dinge? Also ich habe ja gedacht, meine Idee war ja auch, an mehreren Stellen das Buch zu benutzen. Sollte ich das Buch vielleicht nochmal draußen in Venedig benutzen, beim Brunnen oder so? Weil das Buch schaut er sich nur an bei wichtigen Locations. Also wenn er was Interessantes sieht. Das klappt so nicht. Die Kordel? Ja, das habe ich natürlich schon versucht. Das war so die erste Idee. Die bessere Idee wäre sogar gewesen, den Haken an die Kordel zu bringen. Wir haben ja noch einen Haken. So einen Piratenhaken. Piratenhaken, das ist ja ein tolles Wort. Und damit irgendwie das Ding aufzuhangeln. Ich bin auch mal gespannt. Habe ich mir hier schon alles angeschaut? Die Leute habe ich mir alle schon angeschaut hier. Ja, ich glaube nicht, dass ich hier oder oben nochmal dieses Fenster zu sehen ist. Tür. Nee, warte mal, ich wollte mir nochmal das Gral-Tagebuch hier anschauen. Wir gehen aber gleich nochmal zum Wasser zurück. Wir schauen uns vielleicht echt extra nochmal alle. Ich sehe nichts, was mir jetzt weiterhelfen könnte. Also wenn er etwas sieht, was ihm weiterhelfen könnte, dann zeigt er mir das Buch an. Da gibt es eine Großaufnahme vom Buch. Ich schaue mir jetzt mal meine Inventar-Items an. Das ist ein Bild, das ich als kleiner Junge gemalt habe. Es zeigt einen Pokal, den Dad mal gewonnen hat. Den haben wir aus der Wohnung von unserem Vater. Vielleicht sollte ich mir meine Peitsche mal anschauen. Das ist so eine gute Idee. Die habe ich immer bei mir. Das ist ein sehr kleiner Schlüssel. Das ist ein Tagebuch, das ich als kleiner Junge gemacht habe. Es sollte so aussehen wie das meines Vaters. Du könntest noch was finden, was wo... Upsi. Isst du gerade gleichzeitig wieder Miep? Du bist gerade wieder nur mit einer Hand an der Tastatur, nehme ich gerade an. Oder wo was drin oder dran ist. Hast du in den Brunnen geguckt? Ja, habe ich auch schon. Mache ich aber nicht. Deswegen bin ich nochmal hier wegen dem Brunnen. Ist ja nichts Besonderes. Ich wollte nur einmal kurz mein Inventar durchschauen. Ein alter Piratenhaken. Ein alter Piratenhaken? Okay. Ein wundervolles Beispiel puccellinischen Designs. Außerdem ist er voller Wasser. Verfalle mit spinatierten Käsesoße. Ah. Esse ich heute noch was nach dem Stream? Ich glaube schon. Irgendwie habe ich noch Hunger. Also er sagt doch, dass es voller Wasser ist. Ich habe versucht, ihn schon auszuschalten. Das klappt nicht. Ich sollte mir wichtige Dinge... Wie war der Hint? Ich kopiere mir dann hinten meine Zwischenablage, dann guck. Wo hast du ihn gegeben? Da. Manchmal sollte man vielleicht einen genauen Blick auf wichtige Dinge werfen. Was meinst du mit wichtigen Dingen?
wichtige Dinge wäre zum Beispiel, ich finde ja diese Weinflasche besonders wichtig. 1924, ein sehr schlechter Jahrgang. Wem erzählen Sie das? Er hat's. Darf ich sie jetzt mitnehmen, die Flasche? Darf ich das hier abräumen? Nur zu, es war ein scheußlicher Wein. Das ist ja super. Das Rätsel gefällt mir. Ich meine, ich habe ja die ganze Zeit gedacht, ich muss den Wein irgendwie abräumen. Aber dass ich mir vorher natürlich wegen dem Jager noch einmal anschauen musste, doch ist gut, gefällt mir. Da lag ich ja gar nicht so falsch. Jetzt ist die Frage. Die erste Frage ist erstmal, wie nenne ich meinen Speicherstand? Wein muss es sein für den Hint. Hätte ich ihn mir gleich angesehen. Vor allen Dingen, ich bin ja die ganze Zeit immer um den Wein herumschlawenzelt und habe gesagt, wenn ich den Wein habe, dann komme ich hier unten bestimmt weiter. Mit dem Wein bekomme ich sicherlich die Fackel. Das müsste doch jetzt funktionieren. Aber dann ist der Hint ja echt schön subtil gewesen, der echt wenig verraten hat. Fand ich gut. Guter Hint. Nicht zu stark und nicht zu schwach. Aber komischerweise hatte ich die wenig oben Melodie als schöner in Erinnerung auf dem PC. Ja, die ist ein bisschen stressig. Du hättest mal die Musik in der Bibliothek hören müssen, wie stressig die war. Also die hier unten ist sehr schön. Ich meine, ich könnte den Wein auch hier versuchen, um hier die Erde aufzulockern. Dann komme ich vielleicht unter die... kann ich das besser greifen? Das klappt aber nicht. Fackel hier, ich komme. Na, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann stehe ich erstmal auf dem Schlauch. Auf dem Weinschlauch. Okay, der Wein hat nicht gereicht. Ist der Wein denn jetzt leer? Ist leer. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal zum Brunnen oder zum... So, also die finde ich ganz gut, die Musik hier unten. Die ist hier sehr dramatisch erstmal, aber... Immer zwei Möglichkeiten, an Wasser zu kommen. Entweder hier oder oben im Brunnen. Ich mach das erstmal hier unten. Ich muss hier unten das Wasser. Genau. Benutze meine Flasche Wasser. Nun ist die Flasche voller Wasser. Ich habe es immer wieder in Deponia gesagt. Schau dir die Sachen an. Hin und wieder gibt es einen Tipp. Tja. Ich lerne es wohl nicht. Ich lerne es wohl nicht richtig. Irgendwann nochmal. ja, die Venedig ist auch so, die meinst die Oberwelt. Ja, ja, genau. Das sagt das Grafi gerade auch gerade. Die meint ja auch. Benutze Weinflasche mit Fackel. Das hat den Schlamm gelöst. Okay, und jetzt ziehe ich und öffne den Geheimgang. Oh oh. Gespeichert. Bye bye. Ja. Das Problem ist auch, wenn man viel nebenher quatscht, dann übersieht man auch vieles. Aber das will ich mir nicht nehmen lassen. Dafür sind die Hints ja auch so ein bisschen da, dass sie mich wieder auf den richtigen Pfad zurückbringen, falls ich was übersehen habe. Kann ich mitleben. Nee, es war ein furchtbarer Jahrgang, der Wein. Den wollte keiner mehr trinken. Okay. Ich habe das irgendwie im Gefühl, dass ich mal speichern sollte.
Ja, den Start kann ich überspeichern. Leider eine Leiter. Heute hast du zufällig die Deponia-Trilogie auf CD gefunden. Oh, die digitalen Versionen von Deponia sind ja so wahnsinnig günstig, bekommt man die immer auf allen Systemen. So für unter einen Euro. Das ist wahrscheinlich der Gang für die... Vielleicht ist es eine BH-Leiter. Wenn ich eine rote Kordel drum mache, dann ist sie so ähnlich wie eine BH-Leiter vielleicht. Aber weißt du was? Wir müssen erstmal unsere Peitsche an der Leiter ausprobieren. Dafür trage ich aber keine Peitsche. Nein, mach sie doch nicht zu, du Idiot. Wisst ihr was? Mein Abenteuersinn war wirklich gerade richtig gut. Ich habe ja gerade gespeichert hier. Deswegen lade ich nochmal. Es war ja irgendwie nicht ohne Grund, warum ich das im Gefühl hatte, hier zu speichern. Du hast sie zu Hause gefunden, ja. Du hast es ja gekauft, das Spiel schon mal. Das ist natürlich nicht schlecht. Was ist Leiter? Nimm. Ich kann mich nicht mitnehmen. Ihr sagt, ich soll mir die Sachen anschauen, okay. Weil sieht nichts Besonderes. Na gut, geht's noch weiter? Aber was denn jetzt? Jetzt ist hier... Das war der Ausgang, ne? Das war doch noch nicht alles hier unten. Hier muss es noch was anderes geben. Hier muss es noch was anderes geben. Das kann ich doch nicht annehmen. Ich kann doch nicht annehmen, dass das alles gewesen ist. Okay, hier ist wieder ein Rundgang. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich gehe hier irgendwie so eine Sternenform oder sowas nach. Oh oh. Moment. Moment. Ah. Da ist der Holzstöpsel. Ah, dieses Tropfgeräusch erinnert mich daran, dass ich gerade nochmal auf Toilette muss. Ich bewege mich mal eine Runde, weil wir jetzt noch ein bisschen weiterspielen. Und einmal kurz dehnen. Gleich wird gepeitscht, keine Panik. Gleich wird gepeitscht. Aber das Ding läuft gleich so über wie meine Blase vielleicht. Nein, ich will mich aber ein Stück bewegen und dann geht's gleich weiter. Bis gleich. Apropos Blubben hier. Blub, blub. Was war das hier? Wir sollten erstmal peitschen, ne? Peitschen. Das würde nicht klappen. Moment. Erstmal anschauen, ne? Wir haben ja was gelernt beim letzten Mal. Erst peitschen, dann fragen. Don't ask, just peitsch. Moment, jetzt habe ich nicht gesehen, was er dazu gesagt hat. Das ist ein Stöpsel, der aus dem Wasser leckt. Ist es denn so klug, wenn ich jetzt hier einfach den Stöpsel rausziehe? Kann ich denn jetzt den Haken, den Stöpsel benutzen? Fortschritt! So Leute, haltet euch fest. Jetzt wird gepeitscht. Peitschologie in Action. Huhu. Ah, meine Ohren. Huhu. Du hattest gerade noch was gesagt, glaube ich, Jay. Ne? Hättest du oben in der Bücherei richtig umgesehen, hättest du jetzt eine Karte. Aber da, wo wir hingehen, brauchen wir keine Karten. Huhu, ich komme nicht mehr rüber. Aber wir sind ja jetzt so clever, gehen jetzt wieder zurück, speichern hier nochmal, bevor ich hochgehe. Oben ist jetzt ein Durchgang frei geworden, bestimmt. Moment, aber irgendwann muss das Wasser doch auch weg sein, oder?
Ja, wollte ich gerade sagen, irgendwann muss es doch mal fertig sein. Jetzt benutze Peitsche mit nix. Oh. Nee, Moment, Jay. Ich habe doch eine Zeitmaschine. Oder? Ja. Ja, haha, habt ihr gedacht, ne? Habt ihr aber falsch gedacht. So, schau an. Moment, was ist denn das hier eigentlich? Eine Inschrift. Das sieht aus wie ein paar Inschriften. Ein Augenblick. Das kenne ich doch. Ja, es ist eine Beschreibung des Grals. Das Tagebuch meines Vaters hat recht. Entweder der walisische Text von Taliesin oder die Geschichte von Sir Richard Burton. Sir Richard Burton ist aber ein Schauspieler. Ist die richtige Beschreibung des Grals. Hat Papi dazu was notiert? Das ist eine gute Idee, jetzt nochmal ins Tagebuch zu schauen. Aber das ist ja interessant, dass ich das jetzt nochmal sehe. Das hätte ich echt verpassen können. Cheat-Mode, nein. Das ist der Klug-Mode. Noch was? Noch was hier? Ich glaube ja nicht, dass Richard Burton richtig ist. Ist das Information, die ich nur zur Verfügung habe, jetzt wo ich mir das durchgelesen habe? Benutze Graltagebuch mit Inschrift? Nee. Benutze Inschrift? Ich wollte mir sie eigentlich notieren, aber ich hoffe, er hat sie sich notiert irgendwie. Deswegen speichere ich hier nochmal, falls ich hier was übersehen habe. In Schrift. Und jetzt machen wir nochmal hier die große Peitsch-Aktion. Nee, Moment. Wir sind hier noch nicht fertig. Wir sind hier noch mittendrin. Ich denke nicht, dass Richard Burton einen Sir-Titel erhalten hat. Der Gral ist randomisiert, wie so einige Rätsel. Okay. Das heißt, das sollte ich mir aufschreiben. Ich gehe nochmal kurz zurück und schreibe mir das mal auf. Was auf der Inschrift steht. Entweder der walisische Text von Taliesin oder die Geschichte walisischer Text von GRAL als Überschrift Gral oder Sir Richard Burden-Beschreibung. Das heißt, man kann man es ein bisschen eingrenzen, ne? Wahrscheinlich nachher bei der Wahl des Grals. So, habe ich das richtig notiert? Ich schaue es mir nochmal an. Sicher. Also. Entweder der walisische Text von Taliesin oder die Geschichte, also Geschichte. Geschichte, nicht Beschreibung. Die Geschichte von Richard Burton. Er lernte eine Frau namens Elizabeth Taylor kennen und heiratete sie nicht nur einmal und nicht nur zweimal. Und sie lebten nicht glücklich bis an ihr Lebensende. Also, jetzt genug gelesen. Die Qual der Wahl des Grals. Das klingt auch schön, ja. So, genug geblubbert hier. Schräge. Hast du da keinen schöneren Sound für haben?
So, ich glaube, das war aber alles, ne? Da oben ging es ja nicht weiter. Jetzt gehen wir wieder hoch. Jetzt mache ich bestimmt noch so bis 12, glaube ich. Dann haben wir die 4 Stunden auch voll. Ah ja, genau. Das habe ich mir fast gedacht. Das wusste ich auch gar nicht, dass das so funktioniert. Ja, das sind noch die Songs, glaube ich, von der Originalversion. Gerade den aller wichtigsten Sound, diese Indiana Jones Fanfare, haben sie noch als diesen quäkigen Sound. Das ist ja total... So, hier geht's noch, das ist neu hier unten. Das ist ein bisschen enttäuschend, dass wir da nicht den Originalsound hatten. So. Darf nicht mal mehr einen Schädel mitnehmen. Da ist das Loch. Sackgasse. Oh, das ist aber nett, dass er mir vorher schon sagt, dass das eine Sackgasse ist. Aber ich bin neugierig, ich will es trotzdem wissen. Nee. Geht erst gar nicht rein. Was ist denn so eine Sackgasse eigentlich? Nichts Besonderes. Was ist so ein Loch? Ja, ist ganz schön tief. Neues Labyrinth, ja, holla die Waldfee. Hier geht's ja rund in dem Labyrinth. Oh! Das gefällt mir. Eine Maschine, die sich in Gang bringen lassen muss. Wofür ist die denn? Ey, er sieht da so eine Maschine in der Katakombe, die irgendwas betreiben muss und sagt, er sieht nichts Besonderes. Der lässt sich wohl von nichts mehr überraschen. Er hat schon zu viel gesehen in seinem Leben. So, was haben wir denn noch hier? Das sieht doch auch auffällig aus. Ein Rad. Okay, das Rad will gedreht werden. Dreh, dreh, dreh. Drück. Nichts passiert. Ziehen. Da fehlt was. Das große Rad dreht sich noch nicht. Hier fehlt irgendwie noch was. Normalerweise in solchen Spielen muss man immer Zahnräder oder sowas finden. Aber vielleicht kann ich meine rote Kordel dort einspannen, so als Überbrückung. Tada! Fortschritt! Okay, jetzt dreht sich hier was. Das ist neu. Aber hier funktioniert was noch nicht. Oder das hat in einem anderen Raum jetzt was ausgelöst. Wer weiß das schon? Na, die Maschine ist, die kein Hotspot mehr. PC Junior Version hört sich sogar besser an. Poste mal einen Musikvergleich im Discord. Ich habe mich vorab extra informiert im Internet, welche Version die schönste ist, die man spielen kann von Indiana Jones. Und da waren sie sich eigentlich alle einig gewesen, dass es die FM Towns Version ist. Vielleicht wegen der Grafik auch, wegen der Farbgrafik. Die Musik schwankt ja sehr, das stimmt auf jeden Fall. Von der Qualität her. Aber die Musik hier ist ja schön. Die ist ja stimmungsvoll. Die Kette hat bestimmt was runtergelassen oder hochgezogen. Stimmt. Da müsste man mal sehen, ob die sich einmal spannt und einmal lockert oder so. Und dass sich das merken, weil man kann ja ziehen und drücken auch. Ne? Gab es denn... Ja, oben gab es natürlich noch das Gitter. Aber ich glaube nicht, dass das Gitter in der Kanalisation, wohin das... wo das der Sarg hinter war. Der war ja nicht durch eine Kette gesichert, der war ja durch ein Schloss gesichert. Ich glaube, ich muss da von der anderen Seite ran. Oh. Ein neues Rätsel. Ich freue mich immer so, wenn ich Räume finde hier. Dieses Oh. Die Keule ist ganz schön gewachsen. Ja, die hing vorher über 3 solche Metallstangen. Statue. Holztür.
Das sieht nach etwas aus, wo ich mein Buch konsultieren sollte. Kennt ihr noch die Außerirdischen von der Sesamstraße, die auch immer auf der Erde waren und wenn sie irgendwas gesehen haben, was sie nicht kennen, dann haben sie mal Buch, haben sie mal ins Buch geschaut, um zu wissen, um die Erde zu verstehen. Die muss ich immer denken. Ja, Jay, ich habe sogar vorher gemerkt, dass mir fast schon gedacht, dass man hier reinschalten sollte. Ich habe nur vergessen, wie das geht. So geht das. Okay. Diese Stellung wird als korrekt bezeichnet. Diese hier bedeutet sicherer Tod. Sehr seltsam. Es ist nicht so seltsam. Ich mache mir mal einen Screenshot. Man muss sich da nicht immer wieder reinschauen. So kurz weg Wäsche aufhängen. Habe ich was verpasst? Du hast Fortschritt verpasst. Ich weiß nicht, wie lange du weg warst, Alex. Ich schaue mal kurz im Chat hoch, wie lange du weg warst. Peitsch it weg, hast du als letztes natürlich gesagt. Oh, dann hast du meine Kniebeugen gesehen, Alex. Ich musste nämlich gerade Kniebeugen machen. Ich habe nach der Pause noch Kniebeugen gemacht und wir sind eine Etage tiefer gekommen. Und ich habe eine seltsame Maschine gefunden, wo ich die rote Kordel einsetzen konnte. Die sah aus wie so eine Mühlenmaschine oder wie irgendetwas, was irgendwas in Gang bringen konnte. Jetzt bin ich hier vor diesem Tor. Und muss hier jetzt mal in die Mitte muss ein Schwert. Die Kniebeugen gibt es nämlich jetzt wieder. Seit mein Rücken wieder mitspielt, habe ich wieder Bewegungspunkte zum Einlösen. Damit ich mich ein bisschen mehr bewege im Stream auch wieder. Also wir drücken einmal. Hier muss ein Schwert in die Mitte. Das ist richtig. Schau an. Und auf die Seite muss nicht dieser Drache, sondern ein Drache, der in die andere Richtung schaut. Das stand alles im Gral-Tagebuch. Ah! Okay. Verstehe, so läuft das hier. Das wäre auch zu einfach gewesen. Jetzt hoffe ich ja nur nicht, dass ich aus Versehen... Moment, das ist richtig. Ich sehe gerade hier bei mir, wenn ich jetzt nochmal in mein Tagebuch schaue, ist das ja, habe ich mich gerade auch voll verguckt. Weil das hier ist der Skelettrichtritter. Und hier ist dieser Drache. Und das ist nicht der hier. Das heißt, der ist schon mal richtig. Bloß das Pferdchen ist noch falsch. Jetzt ist der richtig, der ist falsch. Wie kann ich den denn unabhängig voneinander bewegen? Okay. Das ist schon mal gut. Jetzt kann ich den in der Mitte, weil der sich alleine dreht. Eigentlich zum Schwert drehen, ohne dass mir was passiert, ne? So läuft das doch hier. Die Anleitung noch vorher gelesen. Moment, ich muss aufpassen, dass ich den in der... Das ist richtig. Tada! Fortschritt. Ich speichere mal hier. Bevor ich hier runtergehe, möchte ich den Rest dieser Etage noch erforschen, ehrlich gesagt. Höhlenforscher. Er ist Höhlenforscher und Peitschologe in einer Person. Das war kein sicherer Tod übrigens. Gibt es hier noch was zu entdecken auf der Etage? Ihr habt ja gesagt, man soll sich ordentlich umschauen, weil man eventuell noch Hinweise auf die Gralform finden kann. Nein, bin im Kreis gelaufen. Drehe ich nochmal eine Runde. Ein Höhlenpeitscher, genau. Runter. Da kam ich, glaube ich, her, ne? Irgendwo war eine Sackgasse. Das war der Eingang, soweit ich weiß. Oder? Hier waren die Sack, genau. Hier bin ich runtergerutscht. Hier geht es nur weiter. Und nach oben
War die Maschine, die kann Alex auch nochmal sehen hier. Und ich bediene die nochmal und dann schauen wir uns mal die Kette, genau, die Kette hier unten, da hast du recht, die zieht wahrscheinlich unter der Etage unter mir ein Tor auf oder so. Deswegen ziehe ich nochmal am Rad. Sicher ist sicher. Mal sehen, was die Kette macht. Genau, jetzt zieht sie, glaube ich, nach oben. Als ob sie jetzt unten eventuell ein Tor aufmacht. Unter mir. Und dann habe ich, glaube ich, alles gesehen. Was ist... Nee, doch nicht. Zu sehen gibt auf dieser Etage. Vorher gerade habe ich noch getönt. Ist nicht so schlimm, dass ich keine Karte hatte. Bereue es ein wenig. Mit Karte wäre es doch, doch ein bisschen einfacher gewesen. Weil jetzt habe ich das Gefühl, immer was zu verpassen, natürlich, ne? Ah, egal. Verlass mich auf meinen unprüglichen Spürsinn. Uiui. Hier müsste es wieder zurückgehen, ne? Ne, jetzt geht es darum. Ich verwechsel auch immer links und rechts, das ist kein gutes Zeichen. Das gehört, ich bin schon sehr oft im Kreis gelaufen, das glaube ich. Ich habe eine kleine Links-Rechts-Schwäche auch, muss ich zugeben. Ohne visuelle Erinnerung weiß ich nicht, wo links und rechts ist. So. Oh, hier gibt es so viele Ausgänge. Oben kam, brauche ich glaube ich nicht hin. Nee, was sagte Scarfy nochmal? Scarfy hatte eine so super Erinnerung. L ist dort, wenn man den Hand nach vorne hängt und die Finger abspreizt, ist L da, wo sich. Links ist da, wo sich ein L bildet. Das ist hier. Hier ist links. Also von mir aus gesehen. Genau. Okay. Ich sehe, wo das Problem ist. Die Musik auch, wie sie gerade so anschwillt. Wir müssen, das ist das, die Maschine wahrscheinlich hier. Wir müssen die Maschine nochmal bedienen, dass hier die Brücke runtergelassen wird. Aber wir könnten nochmal kurz gar nichts untersuchen hier. Dann gehen wir zurück. Links ist da, wo man Loser formen kann. Naja. Aber wir nehmen mal den Hinterweg. Wir machen das ganz klug. Oh, Sackgasse. Kann ich... Das kann ich wieder zumachen, das Bild. Das brauche ich nicht mehr mit der Kombination. Geil, Luca. Jetzt gehe ich mal wieder ein bisschen im Kreis. Aber ich meine, hier oben geht es auch zum Ausgang zurück. Na, ah, doch richtig. Und zwar zurück zur Maschine. Na, vielleicht hätte ich mir doch eine Karte malen sollen. Ah, das bisschen Laufen. Das bisschen Bewegung tut dem feinen Herrn Jones ja auch, dem feinen Herrn Dr. Jones ja auch nicht. Wird ihm auch mal ganz gut tun. Die Maschine war hier oben. Da. Das war es so etwa. So jetzt. Das heißt eigentlich runterlassen. Also ich habe ja gerade gedacht, das wird ein Tor aufziehen, aber es muss ja eine Brücke runterlassen. Also, mal gucken. Ich muss gucken, dass die Kette runtergeht. Nein. Oder? Schwer zu sagen. Doch, das geht runter. Jetzt geht's wieder hoch. Es gibt nur zwei Positionen. Ich glaube, ich weiß nicht so genau. Mach's lieber nochmal, weil dann ist es mit der ungeraden Zahl jetzt in der entgegengesetzten Stellung, wie es vorher war, bevor ich in den Raum kam. Ich weiß nicht, ob es mehrere als eine Position gibt. Die Brücke. Ich hoffe, ich gehe jetzt direkt den richtigen Weg. Aha! Aha! Ohne mich zu verlaufen. Klingt wie ein Trommelsolo, was er da, wie ein Schlagzeugsolo, wie er läuft manchmal, wenn er vor die Wand läuft. Ist das richtig? Ah, noch ein Stück runter.
Ist ein neuer Trend mit den Figuren. Das habe ich gemacht, weil ich ja diese Seite jetzt zuletzt benutzt habe mit dem Freistellen der Figuren, der Fotos. Und weil das so super einfach bei dem Rudi ging, habe ich gedacht, mache ich es bei dem Indiana Jones auch mal, den freizustellen. Ja. Bei 4:3 Spielen kann man das noch gut machen auch. Ich glaube, ich muss noch einmal... Hoppla. Das ist eine optische Täuschung hier. Ich habe gedacht, das muss noch ein Stück runter, dass er jetzt noch nicht drüber kommt, aber ne, nehme ich gerne mit. Da habe ich mich ein wenig in der Optik getäuscht. Oh ja, die mag ich auch noch. Die Szene aus dem Film. Die optische Täuschung kommt später. Das ist ein Problem für später, Peter. Noch mehr Sackgassen finde ich gut in Labyrinthen. Es gibt doch auch den Trick bei Labyrinthen, um den Ausgang zu finden, immer nur sich an einer Wand zu halten. Dann findet man früher oder später auch den Ausgang. Wenn man sich immer nur an der linken Wand zum Beispiel hält und die immer nur abgeht, irgendwann, bevor man verhungert vielleicht ist oder nicht verhungert ist, findet man den Ausgang. Ja, immer links, genau. Also immer an der Wand lang. Würde mich ja doch mal interessieren, was für eine Form dieses Labyrinth hat. Das sieht nach einer interessanten Form aus hier. Könnte ein Schlüssel sein. Oh, neuer Raum. Neuer Raum, neues Glück und neuer Speicherstand. Das ist mein Grab. Tja, wer weiß. Moment. Du kannst mir nicht einen neuen Raum geben und da gibt's nichts zu mitnehmen. Spiel. 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 Studentenpack haben wir gerade überschrieben. Funktioniert so lange wie der Spiel. Ah ja. Ich hoffe mal, das ist nur ein Gag. Auf Fallen kann ich eigentlich verzichten. Ist echt nichts in dem Raum. Ist ein reiner Durchgangsraum hier. Ja, beachten Sie mich nicht, ich bin auf der Durchreise. Außer hier ist eine Falle gewesen. Bis 12 mache ich heute. 20 Minuten noch. Dann habe ich die 4 Stunden auch voll, die ich geplant habe, da ich ja heute eine Stunde später angefangen habe. Das sieht aus wie ein Ausgang. Schädel. Ein wenig hat das ja auch was von Goonies hier, wie er in der Katakomben rumklettert. Aber Goonies, muss man ja auch sagen, ist ein bisschen wie Indiana Jones für Kinder. Weißt du, was wir nochmal machen könnten? Ich glaube, ich spiele irgendwann nochmal Goonies auf dem Sonntag irgendwann. Goonies auf dem C64, da hätte ich mal Lust drauf. Das kann man auch zu zweit spielen, aber es geht natürlich nur im Local Co-op. Ich weiß nicht, ob es irgendwie wie für Amiga einen Server gibt, in dem man das zu zweit spielen kann. Goonies 2 ist auch gut. Ist das Goonies 2 eventuell? Es gibt eine NES-Version auch von dem Goonies-Spiel fürs C64. Vielleicht ist das ja Goonies 2 auf dem SNES. Da hätte ich mal Lust drauf, das zu spielen. Gute Frage, aber ich weiß, dass es eine NES-Version von dem C64 Goonies gibt. Ich weiß nicht, ob es von Konami ist. Ich glaube eher weniger. Die haben nicht so viel für ein C64 gemacht, Konami, in der Zeit. Glaube ich. Moment, schau an. Nichts. Ey, die Schädel sind nichts Besonderes, erzähl mir doch nichts. Die hängen hier irgendwie mit der Tür zusammen. Ich muss an Goonies denken, weil ich dachte, ich muss jetzt bestimmt irgendwie eine Melodie auf den Schädeln so klöppeln, damit die Tür aufgeht. Und bei den Goonies musste man ja auf der Orgel eine bestimmte Melodie spielen, damit das weitergeht. Deswegen musste ich gerade an Goonies denken. Ich recherchiere das mal, Nico. Oder du kannst das auch mal recherchieren wahrscheinlich.
Der lässt sich echt nicht mehr für nichts begeistern, der Indiana Jones. Nicht mehr begeisterungsfähig. Wir drücken mal auf die nicht besonderen Schädel drauf. Okay. Wir müssen doch eine Melodie spielen. Wir schauen mal ins Buch. Buch. Aha. Peros sanos sepulcrum apieris. C-E-G-G-G-G. Soll ich spielen? Aus einem Manuskript der Äbtin Hildegard von Bingen. Bing! Es benutzt eine unbekannte Notation. Ich bin nicht sicher, warum es immer nur 6 verschiedene Noten gibt. Das ist wahrscheinlich auch zufällig hier, oder? Die Melodie. So, C, E, G, G. Wenn das jetzt ein Klavier ist, würde ich sagen, ist das das C, E, G, G. Ich probiere es einfach mal. Ich würde es einmal mal resetten, einmal rein und raus gehen, weil ich einmal gerade schon mal gedrückt habe. Also. C. Weil das müsste der tiefste. C. E und dreimal das G, ne? War das doch. 1, 2, 3. Ja, war gar nicht so schlecht. Es hat sich was getan, aber nicht genug. Jetzt kann sich natürlich die Frage stellen. Nee, verkehrt. Es benutzt eine unbekannte Notation. Ich bin nicht sicher, warum es immer nur 6 verschiedene Noten gibt. Ist doch die Frage, ob C der, aber normalerweise würde ich davon ausgehen, dass der tiefste Ton das C ist. Von links nach rechts. Meinst du aus der Sicht des Spielers vielleicht, ne? Ich bin jetzt aus der Sicht von Indiana Jones gegangen. Jetzt aus meiner Sicht wäre das hier natürlich der tiefste Ton. Also, ich versuche mal von der Seite aus. C. E. Im Moment. Falsch. C. E. Es geht ja auch einfach. Ich muss die Tastatur nehmen. Dann spielt sich das auch schneller. Na, auch nicht richtig. Okay, wir schauen uns erstmal nochmal um, bevor es hier weitergeht. Vielleicht finde ich irgendwo noch was. Und dann ist das vielleicht auch ein Rätsel fürs nächste Mal, wenn wir nicht weiterkommen. Ich würde gerne mal den Rest hier unten erforschen. Mit der Schlagzeug-Solo. Moment. Ich muss doch meinem Ruf gerecht werden, auch mal ein paar Mal im Kreis zu gehen. Doch, gehört doch mit zum Spielspaß. Kazoo vorspielen, ja, C. Warte mal, C. Vielleicht geht jetzt das Tor auf. Das komplette Spiel. Eigentlich will ich das Rätsel mit den Schädeln ja schon heute noch lesen, aber es wäre auch ein wunderbarer Cliffhanger fürs nächste Mal. Es scheint ja keinen anderen Raum hier unten zu geben. Ich glaube, ich könnte das heute auch lösen, aber ich glaube, das lasse ich. Ich denke mal, ich habe alles gesehen hier, wenn das hier kein Geheimraum ist. Ne, jetzt habe ich alles gesehen. Hier geht es ja wieder zurück zum Durchgangsraum. Aber vielleicht gibt es hier einen visuellen Hint für das Rätsel. Wir schauen uns das doch mal an. Nope, die Katakomben ist nicht mehr viel. Ne, war schön, die Katakomben. Gefällt mir eigentlich. Ich bin wirklich wieder
super positiv angetan von dem Spiel. Dein Hinweis ist in dem Buch. Hm? Ja, Alex, du verpasst auch nicht mehr viel, glaube ich. Ich überlege gerade, ob ich den das Buch lasse. Ich glaube... Will ich das jetzt schon lösen oder will ich es jetzt noch nicht lösen? Wisst ihr was? Das mache ich beim nächsten Mal. Wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Habe ich das gespeichert? Dann nenne ich das nämlich jetzt Cliffhanger. Das heißt, Cliffhanger ist immer mein letzter Spielstand, bevor ich den Stream ausmache.